Gude. Ja, servus, hallo. Grüße. Tat nicht kennen sollten, was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Kannst du mal kurz umreißen, woher man dich kennen könnte und wo man dich so findet in diesem Internet? Ich bin in diesem Internet tatsächlich so überall als Wortpiratin unterwegs, blogge und schreibe hier in Mainz für die Allgemeine Zeitung eine Kolumne über Mainz 05 und mache für die auch so eine Videokolumne. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was man vielleicht mitbekommen könnte, wenn man möchte. Genau, und da war schon das entscheidende Wort drin, Mainz. Das ist der Grund, weswegen du heute hier bist. Wir spielen ja am Freitag gegeneinander und wollen da dann mal gleich drüber sprechen. Aber bevor wir so weit kommen, haben wir erstmal ganz viel rückliegendes Programm, über das wir reden wollen. Von daher, liebe Hörer da draußen an den Hörgeräten und jetzt auch im Livestream, lehnt euch zurück. Das wird eine etwas längere Folge, bis wir zu den aktuellen Spielen kommen. Wir müssen nämlich sprechen über unser Spiel gegen Dortmund. Wir können vielleicht mal kurz drüber sprechen, wie Mainz so in der Saison steht. Dann gab es noch diese Dinge mit diesem Pokal, wo wir beide gespielt haben, und dann haben wir ein paar Hörerfragen und dann kommen wir irgendwann zu dem Spiel, was am Freitag stattfindet. Wahrscheinlich ist es dann schon Freitag, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Basti, Dortmund, geil oder geil? Ich, natürlich geil, aber der Marvin und ich haben bei 93 auch schon mal kurz angerissen, dass ich ganz ehrlich zugeben muss, auch wenn sich das ein bisschen arrogant anhört, ich war danach sogar ein bisschen sauer, dass wir nicht gewonnen haben. Weil ja, geht mir wir nicht. Hatten ja noch die Chance durch Gacinovic und Haller, das waren ja zwei ziemlich hochkarätige Chancen und Dortmund stand da hinten echt nicht so gut. Der Eintracht ist das, glaube ich, nur ein bisschen zu spät aufgefallen. Also, dass die... Die Eintracht hatte ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele Torschüsse wir jetzt am Ende hatten, aber die Eintracht hätte tatsächlich noch mehr Tore gegen Dortmund schießen können. Was man aber auch sagen muss, Dortmund hätte natürlich auch noch ein paar Tore schießen können. In der letzten Minute, als Hasebe da auf der Linie rettet, da ist mir auch schon, da ist mir mein Grüße im Hals stecken geblieben. Ja, wie oft hat Dortmund gegen Aluminium getroffen? 3-4 Mal. Also da war ja auch so das ein oder andere dabei, wo man denkt, an einem guten Tag oder eigentlich an einem normalen Tag machen sie die Dinger eigentlich. Wie gesagt, ja, wahrscheinlich geht es eigentlich 4-4, 5-5 aus. Aber was wir festhalten müssen, es war offensiv gesehen die beste Leistung der Eintracht diese Saison. Und das war, die Defensive stand da die ganze Zeit schon. Jetzt hast du das Gefühl, der Motor geht langsam in der Offensive auch an. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass seine Defensive ein bisschen ausgeht dadurch. Also so eine kleine Angst habe ich da. Aber wir können hochzufrieden sein. Die Eintracht hat diese Angst, die wir hatten. Wir waren ja die ersten paar Spiele, waren wir nicht sicher, wo die Reise hingeht. Und ob ist es jetzt schlecht und die Eintracht hat gewonnen und schlecht gespielt, einigermaßen gut gespielt, verloren. Also es war alles so ein bisschen on-off die ganze Zeit. Und jetzt hast du das Gefühl, die Eintracht ist jetzt in der Saison drin. Also du hast diese Siege, du hast mit Hallers Fallrückzieher so diesen Fluch durchbrochen, dass sich immer Sieg und Niederlage abwechseln. Und jetzt hast du so ein gutes Spiel gegen Dortmund gemacht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man jetzt konstatieren kann, dass die Stimmung gut ist. Auf jeden Fall. Obwohl, was mich wirklich geärgert hat bei dem Spiel, auch in der Nachbetrachtung, dann nochmal, wie die Tore, gerade auch die Gegentore, du hast schon richtig angesprochen, Basti, eigentlich haben wir wirklich gut gestanden, eine stabile Abwehr und die Gegentore ja wirklich sinnlos aus dieser, ich sag mal, aus der eigenen Bewegung heraus, wie Spielaufbau, blöde Ballverluste und dann im Endeffekt hat es zweimal geklingelt. Das ist halt wirklich was, es ärgert mich, weil ich denke auch, dass mehr drin gewesen wäre. Klar muss man es, wenn du es über das ganze Spiel siehst, gerade auch die Szene in der letzten oder vorletzten Minute so ungefähr, dass die Rettungstat von Hasebe nochmal auf der Linie. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn dann gerade so Spiele oder Tore entstehen einfach aus so Schusseligkeitsfehlern. Und das hatte ich wirklich ein bisschen auch gerade in der ersten Halbzeit war es doch so, es waren viele Schusseligkeits- oder sinnlose Ballverluste, die einfach nicht sein müssen. Und da hoffe ich einfach, dass sich das nicht einschleicht, weil so fängst du gegen jeden Gegner, der einigermaßen ja das Niveau hat, wie auch Dortmund, dann fängst du da einfach Tore draus. Und das müssen wir dringend abstellen. Das war das Einzige, wo ja. Ich wirklich sage, das hat mir in der Defensivaktion nicht so gefallen. Der Rest, was schön zusammengefasst, stimmt, bin ich voll was, bei was euch. Was mich auch krass, also was heißt krass genervt, aber was mir ein bisschen zu kurz kam, war diese Szene, als Rebic war es, glaube ich, am Anfang von Bartra, angeblich ja dann doch nicht gefoult wurde. Aber für mich war das ehrlich gesagt eine rote Karte. Also natürlich, die sagen dann natürlich, ja, er trifft Gegner und Ball. Ja, super. Aber der hat, glaube ich, erst einen Gegner getroffen. Also ich finde schon,
dass das zumindest diskutabler ist, als es im Nachhinein war. Also es wurde weder noch irgendwo gezeigt, großartig diskutiert, nichts. Und Batra hätte ja, okay, am Ende wäre es wahrscheinlich auch kein Vorteil mehr für uns gewesen, aber am Ende hätte er auf jeden Fall definitiv vom Platz fliegen müssen. Also ich wollte gerade sagen, also diese Aktion da, was war das, in der 93., 94. Minute, wo er an der Außenlinie ohne jeglichen Grund mit der offenen Sohle von hinten da in Haller reinrutscht, also das, ja, da brauchst du nicht drüber zu diskutieren, das hätte schon rot geben müssen. Ja. Also das ist mehr Körperverletzungsversuch, kannst du und, da eigentlich nicht eingehen. Jung, wenn ich mal kurz irgendwie hier einwerfen darf, in dem HSV-Spiel für eine, also fast 1:1 dieselbe Situation tatsächlich die rote Karte gekriegt hat. Ja. Da siehst du halt mal wieder, wie unterschiedlich das bewertet wird und also ja, wie das irgendwie so überhaupt nichts bringt, dass da irgendjemand in Köln sitzt und auf irgendwelche Monitore glotzt, weil sowas halt weiter durchgeht einfach. Zumal diese kalibrierten Linien, da wollte ich als auch mal drauf kommen, Videoschiedsrichter ist ein gutes Thema. Ich weiß auch nicht, ob das abseits war, ehrlich gesagt, da am Anfang. Das ist natürlich eine strittige Szene, aber denn diese kalibrierten Linien, die wurden ja dann erstmal probiert, dann hat es nicht funktioniert und jetzt wieder nicht. Das mit dem Video, was geht mir ehrlich gesagt auf den Keks, weil ja, ist fürchterlich. Ich nach dem Spiel noch ein größeres Unrechtsgefühl habe, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt, man ist ja eh immer sauer. Also du gehst ja quasi aus dem Stadion und bist sauer auf den Schiedsrichter, weil er es nicht gesehen hat. Dann beruhigst du dich und denkst, ah ja, passiert, da haben wir uns dran gewöhnt, Fehlentscheidung. Wenn die jetzt nicht so krass eklatant sind wie damals gegen Freiburg, als wir wirklich ein Tor nicht bekommen haben und Freiburg kriegt eins geschenkt, wo es so krass ist, vergisst man es auch. Jetzt denke ich aber dann immer, gut, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, aber warum ruft der Affe da nicht an? Also du denkst dann melde dich doch bitte, wenn du das siehst, dass es eigentlich eine rote Karte war, ruf den kurz an und sag ihm, weil das passiert ja manchmal. Also es ist ja, ich habe einfach keine Regel mehr im Kopf, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es geregelt ist, wann die eingreifen und wann nicht. Weil ja, eigentlich sollen sie angreifen, wenn es eine hundertprozentige Situation ist, wo eine spielentscheidende Lage vorliegt, aber umgekehrt hast du ja dann die Situation, ich weiß schon gar nicht mehr, was das für ein Spiel, was das für eine Partie genau war, wo der Videoschiedsrichter eingegriffen hat und da gab es irgendwie Elfer und der Videoschiedsrichter sagt so, ja, guck's dir nochmal an, ob du auch echt sicher bist. Und der Schiri guckt sich's nochmal an und sagt, ja, ich bin mir immer noch sicher und da gibt's den Elfer, wo ich mir so denke, warum haben sie sich da dann jetzt gemeldet, ja? Und umgekehrt hast du Situationen, wo du denkst, das war eindeutig spielentscheidend und da kommt dann der Anruf halt eben nicht. Also ich finde es auch bisher extrem undurchsichtig. Ja, das ist halt so. Ich will gar nicht sagen, dass ich von Schiedsrichtern erwarte, dass sie perfekt pfeifen. Weil spätestens seit man Colinas Erben hört, hat man auch so ein bisschen Empathie für die Schiedsrichter bekommen. Aber es ist jetzt gar nicht mehr, dass sich gegen die Schiedsrichter an sich wendet, sondern komplett gegen, ja, wie Maras gesagt hat, es ist ein bisschen undurchsichtig und das nervt mich halt dann sowieso. Also, weil ich mir denke, wie der Dennis es gesagt hat, es gab Situationen, klar, am Ende des Tages müsste das Spiel wahrscheinlich 4-4 ausgehen und alles ist in Ordnung. Aber ganz ehrlich, wenn die Eintracht ein bisschen Glück gehabt hätte, hätte die Eintracht das auch gewinnen können. Und dann will ich nicht wissen, was hier los gewesen wäre. Ja, ist ärgerlich, aber ich glaube, wir können zufrieden sein. Also ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Also spielentscheidende Szenen sind in dem Fall Tor, kein Tor, rote Karte, keine rote Karte, Elfmeter, kein Elfmeter oder Spielerverwechslung. Und abseits genau. Nicht, oder was? Doch, das wäre ja dann Tor, ja, kein ist, Tor. Das ist die Frage, ob Tor, kein Tor. Also da ist genau. Dann halt ich finde es aber auch schwierig mit dem Abseits, ehrlich gesagt, weil bei Rebic hat er ja einfach abgepfiffen. Ich hätte mir aber dann gedacht, dann lass es doch durchlaufen, dann macht es Tor und dann kannst du danach schauen. Das ist klar, denke ich mir, dass wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich froh gewesen. Aber. Das willst du, ja, also es ist halt immer die Frage, was willst du? Willst du, dass alle Szenen erstmal irgendwie durchgehen und dann kontrolliert werden? Dann hast du ja, zumindest wenn es so knapp ist. Also Rebic stand, meiner Meinung nach, stand er nicht im Abseits. Ja, das ist, ja, das stimmt. Ist dann wieder die Frage, wie viele Videomaterial hast du zur Verfügung? Auf der einen Wiederholung war es so knapp vielleicht, bei dem anderen vielleicht nicht. Dann ja, weißt du halt nicht, ist es jetzt 100% falsch oder nicht. Ja, dann mach keinen Videobeweis, wenn das nicht funktioniert. Dann wart halt noch richtig. Also eben, wenn man es dadurch nicht verbessern kann, kann man es sich auch schenken. Und wenn man dann am Ende diskutiert, war es jetzt 100% oder war es 98%, weil eingreifen und revidieren dürfen sie nur bei 100% und dann sitzen die da in Köln und denken, na, es war aber nur 98,7, also dann ist halt auch für die Füße. Dann kann ich nicht eingreifen. Das ist dann halt auch wieder diese übliche oder diese oft benannte Ermessenssache. Ist ja die Frage, wer sitzt dann auch da? Der eine sagt, das ist 100%, der andere sagt, das ist 94,8. Also da hast du ja, du kannst es nicht mathematisch belegen. Du hast keine Formel, die es für alle irgendwie gleich macht. Von daher wirst du immer den Unterschied drin haben und dann bringt es unterm Strich halt eigentlich nichts. So. Ja, gut. Da wollen wir wieder auf die positiven Sachen kommen. Ich fand auch geil, wie Haller den Elfmeter geschossen hat.
Und da will ich noch jemanden nennen, nämlich Radetzky, der wirklich ein paar geile Paraden auch hatte. Muss man wirklich sagen, das war wirklich sehr, sehr stark. Notwendigerweise, ja. Boateng muss ich auch loben, war nicht so auffällig, aber was er für Meter gemacht hat, wie er das defensive Mittelfeld dicht gemacht hat, fand ich überragend. Ordentlich, ja. Ordentlich, also der ist wirklich, bei Boateng hast du auch das Gefühl, auch dass er gestern wieder gespielt hat, der ist einigermaßen fit, er kommt immer besser rein und er ist eigentlich echt ein wichtiger Spieler geworden. Also so schnell, nicht auf die spektakuläre Weise, wie man wie der ein oder andere das vielleicht erwartet hätte, aber er ist sehr, sehr wichtig. Also er ist sehr, sehr sehr, sehr präsent, er spielt kluge, lange Bälle, er macht manchmal, nimmt auch manchmal das Tempo raus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich auch sehr, sehr gut fand, Marius Wolf. Ja, da muss ich auch sagen, ehrlich gesagt zugeben, ich bin immer noch kein großer Fan. Also ich gebe zu, dass er gut gespielt hat. Er überzeugt mich noch nicht zu 100%. Mir ist er teilweise, trifft er für mich noch ein paar falsche Entscheidungen. Aber auf jeden Fall ist es ein Spieler, der Einstellung hat. Also das ist ein Spieler, der hat Einstellung, der kämpft. Und er hat Sahin gut aus dem Spiel genommen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, dass er als Zehner quasi diesen Maschinenraum von Dortmund immer angelaufen hat. Und auch dafür gesorgt hat, dass Dortmund zwar natürlich gefällig gespielt hat, denen aber auch nicht immer was eingefallen ist. Ja. Also das hast du schon gesehen. Götze konnte dann die Freiräume, die er teilweise hatte, überhaupt nicht nutzen. Das war auch so eine kleine Enttäuschung, in Anführungszeichen, als ich Götze gesehen habe, was für ein normaler Spieler es geworden ist. Der ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, ja. Aber für mich hat er so ein bisschen das Besondere verloren. Und ja, wer fällt mir noch ein? Wer hat hier noch einen Spieler? Gacinovic auch. War ordentlich. Waren ein paar, ich glaube, er hat doch auch sogar, und hat er nicht beide Tore für mich trotzdem eigentlich? Wieder. Nee, das andere war Wolf. Wolf, Eiern. Für mich, Spieler des Spiels fast wieder Rebic. Also bei Rebic hast du das Gefühl gehabt, der hat vorher in die Steckdose gegriffen. Er entwickelt sich immer mehr zu so einem Spieler, der mich so ein bisschen an Ivica Olic erinnert. Nicht immer ganz glücklich natürlich. Ich habe mich auch geärgert, als ihm der ein oder andere Ball so versprungen ist. Aber dass der gerannt ist, der ist aggressiv, der, ja, vielleicht diese Taktik, die Kovac mit ihm fährt, dieses ja, Zuckerbrot und Peitsche, das funktioniert scheinbar bei ihm. Der braucht wahrscheinlich ab und zu, braucht er mal irgendwie eine Ansage und dann, ja, wir haben es jetzt auch die letzten Wochen schon gesagt, ich sag's trotzdem nochmal, weil es mich irgendwie vielleicht, wir haben mit Haller, Rebic, Gacinovic und dann, je nachdem, ob Boateng da ist oder ob Wolf da spielt, du hast zumindest vorne die drei, also die zwei Außen und den Mittelstürmer, die sind für mich gesetzt. Und ich finde alle drei geil. Ja, oder halt in der Kombination, wenn sie alle vier auf dem Platz stehen, dann hast du, oder alle fünf mit Gacinovic, hast halt schon eine ganz schöne Übermacht da in der Offensive gerade. Ja, und vor allen Dingen hast du nicht mehr dieses, man hat das ja immer, ein Spieler fand zu geil und Meier war dann, aber dass es gleich drei sind, wo ich jeden Einzelnen richtig geil finde, das hatte ich bei Eintracht lange nicht. Und das versetzt mich in so eine Euphorie, die gefällt mir. Ich freue mich jetzt auf jedes Spiel. Wenn die Karten in Mainz nicht so teuer wären, würde ich auch dahin fahren. Da kommen wir gleich zu jetzt. Machen Sie langsam, Herr Bastl, grüß. Was sagt ihr denn, wie sehr kam uns diese komische Umstellungstirade von Bosch in der zweiten Halbzeit gelegen? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, im Endeffekt hat die Eintracht in der zweiten Halbzeit einfach nur gemerkt, dass da was drin ist, weil dasselbe wäre in der ersten Halbzeit auch schon drin gewesen. Hm. Ich finde, dass Bosch danach ehrlich gesagt auch viele freche Interviews sich anhören musste. Wenn sich Ecki Häuser vor mich stellen würde und würde so von oben herab mit mir reden, ja, aber sie haben doch dann quasi den Sieg verschenkt mit ihnen, Einwechslung. Ich mir denke, ey, Digga. Nee. Aber Ecki Häuser müsstest du eigentlich immer das Mikrofon aus der Hand nehmen und auf den Kopf hauen. Also. Ja, aber ich finde gar nicht, diese Umstellung so war, dass du sagst, ach guck mal, das hat dazu geführt, weil die Eintracht hätte, wenn sie so gespielt hätte wie in der zweiten Halbzeit, auch in der ersten Halbzeit dasselbe anrichten können. Dortmund hat, glaube ich, momentan allgemein irgendwie noch Probleme, sich an dieses System zu gewöhnen und das war ja das, was wir uns erhofft hatten. Wir haben ja gesagt, Dortmund ist eine Mannschaft, die lässt ziemlich viel Platz zwischen der eigenen Abwehrreihe und dem eigenen Tor. Und die Eintracht ist ja so eine Mannschaft, die dann teilweise, in Hannover hatten wir das 1-0 auch so gemacht, die dann mit einem Steckpass sowas aushebeln kann. Und hat stattgefunden. Die Eintracht hat das nicht in dem Maße ausgenutzt, wie das geil gewesen wäre, um zu gewinnen, aber das war auch in der ersten Halbzeit teilweise so. Ich habe ja erzählt, diese Szene mit Rebic, das war ja genau so eine Situation, wenn der Linienrichter dann nicht übermotiviert die Fahne hebt, steht es da auch schon 1-0. Und dann, ja. Also generell kann man, glaube ich, sagen, das passt zu unserer Art und Weise, wie wir momentan in Spielen auftreten, sehr gut. Dortmund hat uns viele Räume geboten, die wir da genutzt haben und von daher ein solides Ergebnis, wo mehr drin gewesen wäre, auf jeden Fall für jeden, der Fußball gerne gucken mag, fand ich das ein durchaus interessantes Spiel, zumindest aus meiner Warte. Ich weiß nicht, Mara, du bist weder Anhänger des einen noch des anderen Vereins. Wie viel Fußballfreude hattest du denn an diesem Spiel?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht gesehen habe, weil wir ja das Freitagabendspiel hatten und ich mir am Samstag einer der seltenen Fälle die Liga mal komplett geknickt habe. So sieht es nämlich aus. Kann man das heißt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und ich bin ja nachtragend und wünsche den Dortmundern diese Saison im Gegensatz zu sonst nicht so viel Glück, weil ich finde, dass sie sich Tuchel gegenüber sehr schäbig verhalten haben. Während meine natürliche Eintracht-Antipathie zwar regional weiter sehr fest verankert ist, aber so ein bisschen daran krank, dass ich den Kovac echt mag. Und deswegen war ich so ein bisschen zwiegespalten mit dem Ergebnis. Eigentlich hätte ich gerne gehabt, dass Dortmund gewinnt, um die Tabellenführung zu festigen, die ja nun irgendwie sehr dünn geworden ist. Aber also zumindest in der Zusammenfassung hat es dann doch Spaß gemacht zu sehen, dass da halt zwei Mannschaften Fußball spielen, muss ich leider zugeben. Es ist auch nicht schade, dass du das zugeben musst. Da würde ich sagen, haken wir das Spiel da ab. Zu dem Thema mit Chandler können wir gleich nochmal dazu kommen. Dann lass uns doch vielleicht mal kurz über Mainz sprechen, wie du schon richtig gesagt hast. Ihr hattet das Freitagsspiel gegen Schalke. Genau. War jetzt, glaube ich, auch nicht so berauschend. Ich habe es mir auch nur in der Zusammenfassung angeschaut, damit war ein bisschen dünn. Gerechtigkeit wiederhergestellt. In Summe, ihr steht gerade auf Platz 12, 5 Niederlagen, 10 Punkte. Ist das so das, was man vor der Saison erwartet hat, oder ist das jetzt übertroffen oder untertroffen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass man in der Situation, in der wir uns gerade befinden, noch aus der letzten Saison kommen mit dem großen Umbau und dann auch mit dem Trainerwechsel gar nicht so richtig wusste, was man erwarten konnte. Also natürlich hofft man, dass das funktioniert mit einem neuen Trainer, und es war ja nun wirklich mit Sandro Schwarz auch also so eine Entscheidung, die zwar von einigen Fußballexperten in Anführungszeichen wie Slomka und die ganzen Studiositzer da dann sich immer irgendwie äußern müssen zu solchen Geschichten, ohne sich offensichtlich inhaltlich großartig damit auseinandergesetzt zu haben, irgendwie so ein bisschen belächelt worden. Aber also in Mainz ist das eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen worden, dass man Sandro Schwarz zum Cheftrainer gemacht hat. Und ich glaube auch bei aller Dankbarkeit für Martin Schmidt, dass das in der letzten Saison irgendwie so noch hingehauen hat, gab es schon auch eine gewisse Erleichterung darüber, dass man den Schritt der Trennung da irgendwie gegangen ist. Aber du kannst es halt schwer einschätzen. Ich meine, du kannst natürlich sagen, klar, Sandro Schwarz hat letzte Saison die U23 trainiert. Die sind zwar abgestiegen aus der dritten Liga, aber man hat bei den Spielen immer gesehen, dass der eine gute Idee davon hat, wie er spielen möchte. Ist dann teilweise eben von den Spielern also auch nicht immer so möglich gewesen, das vielleicht umzusetzen, aber es ist eigentlich so, dass man das Gefühl hatte, das könnte passen. Ja, es war letzte Saison im Stadion teilweise schon so, dass dieses irgendwie nur so Geschiebe und auf Konter hoffen, das ist auf Dauer so zum Zugucken. Ja, gibt es schon auch Schöneres, ehrlich gesagt. Ja, aber also, dass man jetzt tatsächlich gesagt hätte, wir möchten irgendwie nach den ersten 9 Spieltagen unbedingt da oder da stehen, seriös, ist, glaube ich, in so einer Situation echt schwierig. Und von daher gesehen, ich bin total zufrieden, weil ich denke, wir sind in der Findungsphase und wir haben Spiele gemacht, wo man sagt, okay, gut, also das kann so halt tatsächlich nicht bleiben. Ja, da müssen sie sich irgendwie noch ein bisschen am Riemen umreißen und da müssen sie auch noch mehr von dem umsetzen, was Schwarz tatsächlich halt sagt. Aber man sieht auch schon Ansätze von dem, was er mit der Mannschaft machen will. Und von daher gesehen, ja, also ich sehe keinen Grund zu klagen. Und natürlich jetzt also noch mit dem Pokalsieg im Rücken, was ja bei uns immer ein großes Thema ist, Ausscheiden in der zweiten Pokalrunde kläglich gegen Zweitligisten, die irgendwo gut, Kiel steht zu gut, um uns irgendwie da so richtig rauszunerven. Das sind dann eher so Mannschaften wie letzte Saison Fürth oder vorletzte 1860 München, die halt irgendwie am Tabellenende irgendwie rumdümpeln, damit es dann halt auch so richtig wehtut. Aber also ich bin zufrieden. Okay. Jetzt hast du den Pokal gestern ja schon angesprochen. Ihr habt es in 120 Minuten geschafft, gegen Kiel ein 3:2 über die Bühne zu retten. Mit dem einen oder anderen Spielerverlust. René Adler hat sich irgendwie verletzt. Ja. War so ein bisschen unnötig, oder?
Die Verletzung jetzt oder das Spiel? Beides. Also ja, aus Mainzer Sicht war es nicht unnötig, sondern großartig, dass es am Ende noch funktioniert hat, weil normalerweise laufen solche Spiele so, dass, ich meine, wir sind ja zweimal in Führung gegangen, haben dann die Elfmeter gegen uns bekommen, die ja blöderweise jetzt auch tatsächlich nicht unfair waren oder so, sondern wo man sagen muss, ja, das war dann halt auch ein bisschen doof einfach. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, nachdem Brosinski diesen traumhaften Freistoß geschossen hat, dass jetzt Aaron Seidel, den wir ja an Kiel ausgeliehen haben, das 3-3 schießt, wir ins Elfmeterschießen kommen und dann ausscheiden. Das war eigentlich irgendwie so das, wo man sich auch auf der Tribüne so einig war, das passiert jetzt. Das ist also, das wäre klassisch die Mainzer Pokalhistorie fortgeführt. Und dass wir das Ding am Ende echt halt einfach mal gewonnen haben, das war so schön, dass es dann auch schon völlig scheißegal war, dass man sich da irgendwie 120 Minuten die Beine in den Bauch gestanden hat. Und natürlich muss man sagen, es ist so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen vergleichbar mit dem Hamburg-Spiel. Wir hatten gegen Hamburg eine erste Halbzeit, wo du eigentlich froh sein musst, dass du nicht irgendwie 0-3 zurückliegst, und das will bei all meiner vorhandenen Sympathie für Hamburg echt was heißen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann super gemacht und hätten also durchaus auch irgendwie noch ein, zwei Tore mehr machen können. Und gestern war es halt auch so, sie hatten natürlich in den ersten 90 Minuten auch immer mal wieder irgendwie Phasen, wo man gesehen hat, okay, der Ball läuft so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber so richtig den Fußball, den man sich irgendwie von denen wünscht, haben sie eigentlich erst in der Verlängerung gespielt, ja. Und wenn ich denke, dass eigentlich nach Schalke das schon so war, dass man ganz klar gesagt hat, das war eigentlich eine Einstellungssache. Also die haben irgendwie nicht das auf den Platz gebracht, was sie ja eigentlich können und was sie eigentlich wissen, was irgendwie gefragt ist, ist es natürlich schon so ein bisschen kritisch, dass das dann direkt im Spiel danach wieder passiert. Andererseits glaube ich, auch wenn jetzt die Spieler, die jetzt beim Mainz sind, nicht irgendwie schon zig irgendwie Pokalpleiten in der zweiten Runde mitbekommen haben, ist das trotzdem so eine Kopfsache. Ja, das wird ja dann noch in den Medien durchgekaut, logischerweise. Und das wird natürlich, also gehe ich mal von aus, schon auch irgendwie im Team besprochen und so. Und vielleicht, also macht dann quasi der Kopf die Beine schwer. Aber ich war einfach nur super dankbar, dass sie dann in der Verlängerung tatsächlich halt mal das abgerufen haben. Und in der Verlängerung hast du gesehen, also nach den ersten 3 Minuten Verlängerung war die Stimmung auch im Stadion eine komplett andere. Und dann gab es irgendwie keinen Zweifel mehr dran, dass sie das Ding gewinnen, weil das so offensichtlich war, dass sie jetzt nicht mehr bereit sind, das irgendwie aufzustecken. Du hast vorher 90 Minuten einen Donati, der ja also, glaube ich, irgendwie den größten Spaß überhaupt in den Pokalspielen hat und der sich irgendwie unter die Spieler schiebt und dann in den Rasen schmeißt und wälzt und irgendwie alles rausholt, und hast irgendwie dann nach der Einwechslung einen Latza, der ähnlich kämpferisch ist und so, und hast aber ansonsten so ein bisschen so eine, ja, wie so eine komische Lethargie, ist jetzt auch irgendwie zu hart, aber schon wie so eine Hemmung irgendwie. Und in der Verlängerung war davon gar nichts mehr zu spüren. Also da war völlig klar, das geben die nicht mehr her. Was war die Frage? Nee, passt schon. Aber als konkret, dann eine Frage hätte ich auf jeden Fall an dich, Mara. Und zwar, wie sieht das denn aus, konkrete Schwäche, die du ausmachst bei den Mainzern in der aktuellen Phase? Für uns ja interessant, für den nächsten Freitag jetzt, wo wir gegeneinander spielen. Aber ja, das werde ich euch Mentalität, natürlich erzählen. Nein, aber ist das schon eine Mentalitätssache? Ist es eher momentan, es hat mit dem Spielerischen eigentlich in deinen Augen nicht so viel zu tun, sondern es ist wirklich ein Mentalitätsproblem, oder ist das, nee, also ich das fände, nee, ich, jein, also ich fände Mentalitätsproblem zu hart. Das war natürlich schon so, dass man nach dem Schalke-Spiel irgendwie so die Frage einfach mal stellen musste, ja, was war da jetzt los heute? Also weil das war einfach ein Abfall zu den Spielen davor. Und ich glaube halt dadurch, dass es danach auch sehr umfänglich thematisiert wurde, auch vom Trainer, dass der Schwarz auch gesagt hat, also das akzeptiere ich so nicht, so können wir nicht auftreten als Mainz 05, das ist indiskutabel.
Und dann hast du so eine Pokalpartie. So ein K.O.-Spiel hat halt natürlich immer nochmal irgendwie einen anderen Charakter. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass so aus vielleicht tatsächlich einem Mentalitätsproblem, was man vor diesem einen Spiel vor Schalke hatte, dann irgendwie so eine Kopfsache geworden ist vor dem Pokal. Und okay. Dass sie gestern irgendwie echt lange gebraucht haben, bis sie so für sich irgendwie 2 Euro ins Phrasenschwein den Bock umgestoßen hatten und tatsächlich irgendwie auch selber dran geglaubt haben. Mhm. Und ab dann war es aber halt auch eben völlig offensichtlich, dass sie sich's nicht mehr wegnehmen lassen. Aber was jetzt natürlich die Mentalität angeht, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon kurz irgendwie so halb im Scherz und aber auch also eigentlich 50+1, also ein bisschen mehr ernst als im Scherz gesagt. Ich bin mir total sicher, dass sie jetzt am Freitag tatsächlich auch gewinnen werden, weil sie gestern Abend einfach gesehen haben, was geht, wenn sie halt so tatsächlich agieren, ja, wie sie es eigentlich können. Also ich hatte das Gefühl, das, was sie gestern in der Verlängerung auf den Platz gebracht haben, das war genau das, was sie gebraucht haben, damit es bei ihnen selbst einfach auch Klack macht, dass es ankommt, okay, gut, wir sind jetzt eigentlich ähnlich, wie du es vorhin, Basti, über die Eintracht gesagt hast, wir sind jetzt drin in der Saison, wir sind jetzt irgendwie drin in dem, was der neue Trainer von uns will, wir haben uns irgendwie mit uns selbst gefunden. Natürlich hast du immer noch irgendwelche Schwächen, ist ja völlig logisch, also weil sonst wären wir nicht Mainz 05, sondern irgendwie, weiß nicht, halt irgendeine Mannschaft, die weit da oben steht. Aber also im Kopf, würde ich sagen, hat gestern da in dieser Verlängerung echt eine Veränderung stattgefunden und das war ganz, ganz wichtig für die nächsten Spiele. Okay, dann hoffen wir natürlich, dass ihr am Freitag auch wieder mehr als 90 Minuten braucht, um euch zu fangen. Und dann sind wir gerne schon wieder, zufrieden. Gerne wieder 120. Sehr witzig. Jetzt hatten wir ja gerade eben schon kurz angesprochen, René Adler verletzt, war das? Muskelverletzung mit irgendwie Sehnenbeteiligung, habe ich auch so in der Diagnose noch nie gehört. Ja, also Nummer 2, wie stabil ist der? Also erstmal zu René Adler. Ist tatsächlich gestern ja erst so ein bisschen kurz die Hoffnung aufgekeimt, dass es doch nicht so eine längere Geschichte sein würde, weil er relativ schnell wieder auf der Bank saß mit den Krücken und man ja immer so denkt, also wenn er nicht direkt in die Uniklinik geflogen wird, dann ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber haben jetzt heute eben gesagt, dass sie doch von einem längeren Ausfall ausgehen. Zentner ist, glaube ich, noch so ein bisschen eine Leerstelle, weil in der letzten Saison Hut mit als Nummer 2 gespielt hat, auch als Lössl dann phasenweise ausgefallen ist. Gestern war natürlich so dieses, kannst du den nicht ausdenken, weil ich meine, der war ja an Holstein Kiel ausgeliehen und also, dass der jetzt dann ausgerechnet gegen Holstein Kiel da seinen ersten Einsatz hat, der sah natürlich ein bisschen unglücklich aus in der Situation da mit dem Elfmeter, den er da ja verschuldet hat eigentlich, aber ansonsten muss ich sagen, hat der gestern echt ein Spiel gemacht und ist auch einfach so typmäßig auf eine Art und Weise aufgetreten, dass jetzt also erstmal so ganz platt aus dem Spiel raus sagen würde, da mache ich mir jetzt irgendwie keine Gedanken drum. Also das war schon so ein bisschen mentalitätsmonstermäßig dann wiederum. Und ich hatte das Gefühl, dass das tatsächlich in der Mannschaft dem Spiel auch, dass das in dem Spiel der Mannschaft auch geholfen hat. Also weil ich finde, es ist ganz oft ein Bruch, wenn der Torwart gewechselt werden muss, dass du merkst, die Mannschaft kommt da überhaupt nicht mit klar. Aber der ist gestern echt einfach auf eine Art und Weise aufgetreten. Das ist so dieses klassische, den willst du dir irgendwie in der Sibirien Wildnis nachts vors Zelt setzen, damit er dir die Bären abhält. Also das war echt super, fand ich. Das hat mir gut gefallen. Okay. Jetzt habe ich mir einiges an Zusammenfassungen von Mainz als Vorbereitung auf die heutige Sendung angetan. Ja, liebe Hörer, nur für euch. Sehr tapfer manchmal. Das vor allen Dingen habe ich damit heute Morgen irgendwie so um 7:15 angefangen. Das war jetzt auch nicht so die optimale Uhrzeit für sowas. Da ist mir aufgefallen, Stefan Bell, den man ja aus Eintrachter Sicht auch noch kennt, ist jetzt auch nicht so der stabilste in der Abwehr gefühlt. Ja, ich habe das vorhin schon gelesen, dass ihr den als Schwäche oder als Schwachstelle ausgemacht habt. Das finde ich aber ein bisschen kurz gegriffen. Also
Für Bell ist eigentlich das klassische Spiel tatsächlich das gegen den HSV. Der steht gerade bei so Standards hinten teilweise so, dass man denkt, oh mein Gott, was denn jetzt passiert? Ah, okay, Gegentor. Und dafür macht er dann aber vorne auch mal eins. Also der ist für die Mannschaft auf jeden Fall, auch wenn das dann offensichtlich von außen nicht so ausschaut, würde ich sagen, ein stabilisierender Faktor, auch als Typ. Und er hat die sehr gute Eigenschaft, dass er Fehler, die er macht, auch sehr gut wieder ausgleicht. Er hat teilweise irgendwie so wie so einen Kurvenverlauf im Spiel, finde ich. Also, dass er zwischendurch mal irgendwie so abfällt und dann auch tatsächlich einen Fehler braucht, um halt irgendwie so zu merken, ah, hoppala, das Spiel geht ja noch ein bisschen. Aber insgesamt, also sehe ich den deutlich nicht so kritisch wie ihr. Okay. Was gab es denn irgendwie oder woran würdest du das denn festmachen, dass du sagst, der ist nicht so stabil? Ich habe, wie gesagt, ich hatte mir einiges an Zusammenfassungen angeschaut und in vielen Fällen, wenn es zu einem Gegentor kam, fiel in dessen Zusammenhang des Öfteren der Name Stefan Bell und deswegen war das jetzt so meine Frage, ist er tatsächlich der Schwachpunkt in dieser Abwehr? Oder? Nee, auf keinen Fall. Der ist ja auch, also in Abwesenheit von Bungert, der ja eigentlich unser Kapitän ist, dann der amtierende Kapitän und das hat ja also durchaus auch seinen Grund und ich meine, das ist ja so der Klassiker, dass halt ein Innenverteidiger in der Zusammenfassung am ersten Mal blöd aussieht, wenn ein Tor fällt, weil wer denn sonst? Also. Gut, dann bevor wir final zu dem Spiel kommen, vielleicht nochmal kurz einen Rückblick auf unseren, nennen wir es Pokalfight? Kann man das bei einem 4-0 Pokalfight nennen? Eigentlich nicht, oder Basti? Basti ist eingeschlafen. Nee, der hat sich gerade nicht gemacht, das hat man gehört. Ich weiß gerade, ich musste kurz an die frische Luft. ja, Fight war es nicht. Also Schweinfurt war, ja, die waren schon sehr, sehr motiviert. Das war wie so ein Pokal für die Vorstellungssieger, waren da alle gut drauf. Die haben das ständig als Jahrhundertspiel und alles Mögliche betitelt und die waren alle ganz, ganz aufgeregt da in der Stadt und so ein Kram. Und die Eintracht hat eigentlich tatsächlich so gespielt, wie die in der Bundesliga auch spielt. Ja, selbst gegen Regionalligisten lassen die denen erstmal den Ball. Mhm. Und die konnten Gott sei Dank an gewissen Stellen nicht so viel damit anfangen, beziehungsweise wenn sie dann mal gefährlich vor das Tor kamen, waren die, glaube ich, zu nervös. Also die Eintracht kann sich nicht beschweren, da so glimpflich rausgekommen zu sein. Also die hätten schon ein, zwei Tore machen können, die Schweinfurter. Aber am Ende des Tages hast du gesehen, die Eintracht ist klar besser. Wir hatten das hier in Frankfurt ja auch schon schlimmer. Die Eintracht hat es gut gemacht. Hat sie dem einen oder anderen Spieler vielleicht noch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Haller hat jetzt, glaube ich, schon was, das 7. Pflichtspieltor im 11. Spiel, glaube ich. Mhm. Ist auch nicht zu verachten, so eine Quote. Ja, und ansonsten kann ich eigentlich vom Platz nicht so viel berichten, all dieweil ich direkt hinter dem Tor stand und du ja da gar kein Gefühl für die Breite hast. Du siehst ja nur, beziehungsweise umgekehrt, du siehst ja nur längs. Das heißt, ich habe gar kein Gefühl gehabt für Abstände. Wenn einer Steilpass spielt, wusste ich gar nicht genau, wie weit ist der andere Spieler jetzt schon weiter weg. Also so eine wirkliche taktische Analyse kann ich dir leider jetzt von hier aus nicht geben. Was ich sagen kann, ist eine Analyse aus dem Fanblog. Da ging sehr viel zu, wie man vielleicht gesehen hat. Wer mich kennt, weiß, dass ich da leider nicht den erhobenen Zeigefinger, den moralischen, erheben kann, sondern eher beide Arme in die Luft und klatsch mit. Also ich fand's pyrotechnisch gesehen, war es sehr, sehr interessant. Ein paar Kassenrollen sind, glaube ich, auf den Platz geflogen. Die Gesänge waren ganz lustig und du hast viele Leute getroffen. Es war... Mit den Kassenrollen? Achso, nein. Leute getroffen mit den Kassenrollen. Mit den Kassenrollen wurden, da wurde niemand von getroffen. Was ich abseits des Platzes anmerken muss, die Organisation von Schweinfurt war eine Frechheit. Ja, das habe ich auch mehrfach gelesen. Es gab, da gab es einen Eingang für alle, die von vorne links und rechts kamen, was dann zwangsweise dazu führt, dass es in Gedränge gibt und die Leute werden unruhig und es gab auch Leute, die da Panik gekriegt haben. Das war so ein bisschen echt teilweise sehr, sehr brenzlig. Also als die Polizei dann auf die Idee kam zu sagen, ey, wir gehen jetzt entgegengesetzt in diesen Strom am Zaun nochmal entlang und drücken die so ein bisschen zurück, da ist es dann so ein bisschen eskaliert, was dazu geführt hat, dass viele, die wirklich Panik gekriegt haben, dann wenigstens über so einen kleinen Vorsprung da gehoben wurden und so. Ja, da muss man sagen, dann haben die noch extra einen Pufferblock zwischen den Schweinfurt-Fans und den Frankfurt-Fans gelassen, wo du denkst, ja Leute, was ist also quasi große Rivalität zwischen Schweinfurt und also, ja, aber die Eintracht-Fans haben dann darauf bestanden, dass er geöffnet wird, weil du hast in diesem Block, da hast du auch keinen Platz gehabt. Also das war so gedacht, dass zwei auf einer Ebene stehen und dann wieder davor. Das macht natürlich auch nicht jeder und dann unten war so ein bisschen frei.
dann ist irgendwann, Gott sei Dank, dieser Block daneben auch noch aufgemacht worden. Das war dann, hat da ein bisschen zur Entspannung beigetragen. Ja, war wie so eine kleine Klassenfahrt. Da gibt es immer ein paar, die sich ein bisschen daneben benehmen, aber meine Güte, solange alle heil nach Hause kommen, ist doch alles in Ordnung. Ja. Grüße. So ist das. Wo wir gerade bei dem Thema Pyro sind, damit greife ich vielleicht für den Dummschwätzer der Woche ein Stück vor. Habt ihr mitgekriegt, dass der DFB jetzt gegen Schalke ermittelt, wegen dieser Pyro für diese Gedenkgeschichte, die angemeldet war, wohlgemerkt? Angemeldet und vor allen Dingen für was, also für die Cause, die es hatte, war ja wohl, weil ich weiß nicht, das ist, ich kann dazu nichts sagen. Das ist, finde ich unfassbar, ehrlich gesagt. Mhm. Der DFB ist aber auch so, ja, wie soll ich sagen, also die haben ja jetzt alles probiert und die haben sich bestimmt auch beraten lassen. Nee, wie können wir in der öffentlichen Diskussion ein bisschen, aber die haben doch am Anfang so ein bisschen so getan, wie können wir jetzt in der öffentlichen Diskussion ein bisschen dastehen, was können wir da sagen, ach, da weißt du, was wir sagen, hier, wir lassen das mit den Kollektivstrafen, wir gehen ein bisschen auf die Fans zu, wir machen so einen Kongress, bla 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 bla, wo du denkst, hier, vielen Dank mit den Kollektivstrafen, dass ihr geltendes Recht einfach endlich mal ausübt und das ist ja, keine Ahnung, wir hatten bei 93, hat der Axel, glaube ich, den Vergleich gebracht, das ist wie wenn ich hier durch meine Straße laufe und sage, hier Leute, ihr dürft jetzt wieder parken, wo ihr wollt, ich lasse alle Parkplätze, die gebe ich euch frei hier, wo du denkst, ja, vielen Dank, wir dürfen hier sowieso parken. Und so haben die ja getan, das hat ja auch funktioniert und jetzt können die sich einfach nicht zurückhalten und reißen das alles wieder ein, indem sie einfach ihr wahres Gesicht wieder zeigen. Das ist einfach ein Altherrenclub, die haben nichts verstanden. Die gelaufen wahrscheinlich auch von einem Schlamassel in den anderen. Da ist wahrscheinlich immer viel los auf den Fluren dort, wenn irgendwelche neuen Sachen rauskommen. Ja, keine Ahnung. Also die Fans sind sich immer noch einig. Es gab gestern auch wieder einen Wechselgesang, der allseits bekannte. Ja, was ich ganz lustig war fand, fast nicht zu hören im Fernsehen. Was ich ganz lustig fand, dass als dann beide Seiten so kurz applaudierten und die Schweinfurter sich in einer, die wahrscheinlich schon gedanklich die Freundschaftsschals gestrickt haben, direkt ein Schweinfurt-Schweine hinterhergerufen wurde. Das fand ich sehr amüsant. Ja. Grüße. Nach Schweinfurt. Ich sehe schon, wir müssen das Wort Grüße auch noch in unser Trinkspiel mit aufnehmen, damit das hier auch mal ein bisschen lustiger wird. Im Chat wird sich schon drüber beschwert. Ich sehe gerade, ich muss sagen, weil sonst platze ich, sehe gerade, wie Ralf Rangnick sich da auf dem Platz aufführt. Ich bewundere jeden. Wegen dem nicht gegebenen Elfmeter. Der ist mit seinem Handy zum Schiedsrichter gelaufen. Ja, und danach ist er. Und jetzt schubsen die den alle da weg. Ist er aufs Wettbewerb zugerannt und hat den irgendwie da. Ich bewundere jeden, der da mit ihm zu tun hat, dass der sich noch keine gefangen hat. Es steht auch noch Brazzo daneben. Es wird immer besser hier. Amazing Brazzo. Grüße. Ja, das, der ist das so klein. Da trauen sich die Jungs nicht so drauf zu hauen, weißt du? Der Rang, ja, der Brazzo, geht ihnen ja nur Brazzo bis zum ist, Knie. Der Brazzo ist doch genauso groß. Ich kann mal schnell ein Teppichmesser auspacken. So. Ja, gut. Wie kommen wir jetzt da wieder auf die Bundesliga? Ach so, Mainz. Ja, wir kommen noch mal ganz kurz zu Schweinfurt. Wir kommen bitte zurück, nicht mit dem Teppichmesser nach Mainz. Nein. Und zwar eine Sache noch. Wir haben es ja auch im Dokument schon besprochen, beziehungsweise aufgeschrieben. Erste Halbzeit fand ich wirklich auch Schweinfurt ordentlich mitgehalten. Ordentlich auch, ich finde schon, dass ein Pokalfight gerade in der ersten Halbzeit war, weil Schweinfurt auch gut auf die Knochen gegangen ist. Die haben gute Meter gemacht und einfach der, Kräfteverschleiß in der zweiten Halbzeit hat dann das Ergebnis doch sehr klar gemacht. Enttäuschend fand ich schon ein bisschen, wie wir uns in der ersten Halbzeit präsentiert haben. Gerade dieses angesprochene, du lässt einen Regionalligisten das Spiel machen, das ist schon irgendwie, da muss langsam der Eintracht auch was einfallen, wenn du gegen nichts hochklassige Gegner spielst. Auch in der Bundesliga sind doch einige Situationen da, wo ich es immer wieder merke, wäre schon schön, wenn wir auch selbst mal ein bisschen kreativer wären. Das war ganz offensichtlich in der ersten Halbzeit hier noch der Fall. Zweite Halbzeit, fand ich, war dann eigentlich nur dadurch besser, dass Schweinfurt einfach die Kraft ausgegangen ist. Also ich bin schon etwas, und auch noch eine Personalie, die mir überhaupt nicht gefallen hat. So wie er auch gelobt wurde gegen Dortmund, hat mir Wolf zumindest in der ersten Halbzeit, wurde nicht sogar ausgewechselt dann, ich weiß gar nicht jetzt genau, also hat mir nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Auch unkonstant. Klar, er hat das Tor gemacht, das war auch ganz ordentlich. Aber ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, er hat einfach noch viel zu viele Situationen drin, wo er einfach über
überhastet abschließt, wo er auch seine technischen, Begrenzungen aufzeigt, ganz deutlich. Also für mich, ein Spieler hat seine Berechtigung, dass er im Kader ist und dass er auch ab und zu mal spielen kann, aber auf gar keinen Fall, was ich jetzt schon hier höre, von wegen, ja, ach, den können wir jetzt immer recht spielen lassen, das super. Das ist ja auf der 10 sogar die ganze Zeit. Also, genau, genau. Das finde ich nämlich auch. Für mich ist es geil, und wir hatten es ja am Anfang der Saison auch schon gesagt, und jetzt hat es so ein bisschen bestätigt, dass wir haben nicht mehr diese Magengeschwüre, wenn sich einer verletzt und wir denken, oh Gott, jetzt muss der spielen. Ich habe das schon bei Russ, habe ich es gerade trotzdem, aber bei Wolf dann nicht. Wenn er mal für ein Spiel reinkommt, denke ich mir, das ist ganz cool. Hat er gut gemacht. Aber genau, was du sagst, ich habe auch Angst, das heißt Angst jetzt auch nicht, aber mir würde es nicht so gut passen, sage ich mal, wenn er jetzt quasi sich damit in die Mannschaft gespielt hätte, weil eigentlich ist dieser Aushilfsjob Boateng auf der 6, sollte für mich auch nichts Dauerhaftes sein, sondern das ist jetzt halt so, weil viele Sechser verletzt sind, und eigentlich würde ich gerne die vier da vorne sehen, die wir gesagt haben, dass Boateng nämlich dann auf der 10 spielt und Wolf dann jemand ist, der vielleicht reinkommen kann, weil der hat gewisse Momente, also das Tor gegen Dortmund, das macht er auch gut. Rebic hätte den vielleicht an dem Tag sich zu weit vorgelegt oder so, muss man schon sagen, und wie ich auch gesagt habe, er hat gut gekämpft, aber das ist kein Spieler, der uns auf lange Sicht, glaube ich, großartig weiterbringt. Ich will ihn jetzt auch nicht vorverurteilen, aber das ist trotzdem, da müsste er für mich noch viel, viel mehr zeigen. Also ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Vor allem Einwürfe, das hatte Dennis ja auch gestern schon festgestellt, ist vielleicht auch so ein Wunderpunkt. Wurde ja auch bei Wolf dann einmal abgepfiffen wegen falschem Einwurf. Das hast du jetzt auch nicht mehr allzu oft. Das ist aber auch die wir haben, also nicht nur, dass er da einen falschen Einwurf macht, aber es kann doch nicht sein, dass jeder Einwurf zum Gegner geht und dann auch so dilettantisch. Also es ist wirklich, da werde ich wahnsinnig. Ich verstehe nicht, das muss doch irgendwie im Profifußball möglich sein, dass du zumindest den eigenen Spieler anwirfst, auch wenn dann die Situation einfach unter Kontrolle hast. Es muss ja nicht immer gefährlich werden, aber du kannst doch nicht jeden Ball da verschenken. Es ist wirklich, also es waren von, wir hatten vielleicht 10 Einwürfe gehabt und davon gingen 7 zum Gegner, da kriege ich wirklich einen Hals. Also das darf meiner Meinung nach nicht passieren. Und wer mir auch wirklich total auf den Sack ging, der wieder seine Chance nicht genutzt hat, war Barkok. Barkok war wirklich, der Junge ist wirklich, es ist so schade, er kriegt ja wirklich alles auf dem Silbertablett serviert. Er hat wieder die Chance gehabt, sich zu zeigen, hat es wieder nicht genutzt. Es ist wirklich schade, dass er, Jovic im Vergleich, klar, der hat auch ein paar Szenen gehabt, die jetzt nicht so glücklich waren, aber der hat wirklich gezeigt, den kann man auch mal stellen. Ein Barkok, muss ich wirklich sagen, leider Gottes, auch so leid es mir tut, ich sehe keine Zukunft da momentan irgendwie noch eingesetzt zu werden. Barkok müsste irgendwie, ich habe auch das Gefühl, wir hatten es ja latent immer so ein Gefühl, dass er so ein bisschen sich zu früh hat ablenken lassen und dann ja so ein bisschen uneinsichtig ist, und das hast du ja oft bei Profis. Ich weiß gar nicht, klar können wir das nur aus der Ferne beurteilen, aber irgendwie zeigt sich ja das dann doch, weil eigentlich ist das ein Riesenkicker. Das hat, gegen Hannover gab es auch diese eine Szene, wo er den Ball mit rechts streichelt, um den am Gegner vorbei und den damit links noch schnell passt, in einer Bewegung quasi. Das ist schon geil. Also, aber er müsste irgendwie, keine Ahnung, er müsste so diese Einstellung, ja, wir machen uns oft über ihn lustig, aber so eine Brazzo-Einstellung bräuchte der. Also so immer weiter, immer weiter, immer weiter, und nicht, wenn du was Gutes machst, zufrieden sein, sondern ja, so ein bisschen mehr, ja, der bräuchte einfach ein bisschen mehr Mentalität, glaube ich. Stimmt. Würde ich sagen, lass uns doch mal jetzt wirklich final zu dem Spiel vom kommenden oder am kommenden Freitag kommen. Ich glaube, da dürfte einiges an Mentalität drin sein. Und die Mentalität, haben wir festgestellt, fängt ja schon an beim Kauf der Eintrittskarten. Herr Waschke? Ja, da ich habe über die Eintracht habe ich keine Auswärtskarten mehr gekriegt, will auch jetzt nicht immer bei jedem Spiel bei Twitter fragen, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Grüße an alle, die mir da Karten besorgen, beziehungsweise eigentlich nur einer, der Chris. Ein super Typ, der auch dadurch auf meinen Geburtstag eingeladen wurde und mir die Schweinfurt-Karte auch noch besorgt hat, nach der Relegationskarte, was ich ihm nie vergessen werde. Habe ich gedacht, schaut man sich mal um, man kennt ja nette Leute wie Mara und schreibt mal hier, wie sieht denn das aus mit Karte bei euch, wir können uns mal auf ein Bier treffen, bla bla bla. Ja, stellt sich raus, dass die Karte da neben dem Eintracht-Blog im Sitzer kostet 47,50 Euro. Schon krank. Das klingt ein bisschen übertrieben, also es ist nicht so, dass wir jetzt bei Dortmund spielen oder weiß nicht Bayern, sondern das ist ein Spiel in Mainz. Das, nee, aber ihr seid schuld, dass die Karten so teuer sind, ne? Weil die sind normalerweise günstiger, aber gegen die Eintracht halt ein Top-Spiel. Also ist tatsächlich so. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es irgendwie gar nicht.
will mich jetzt auch gar nicht zu sehr darüber aufregen, weil keiner, der jetzt hier in der Sendung ist, kann ja was dafür. Und es ist ja auch nicht der einzige Feind, der sowas macht. Es ist allgemein eine blöde Entwicklung, weil ich finde es halt ärgerlich, weil ich wäre gern hingefahren, ehrlich gesagt. Es ist schön nah, da die Stimmung wird gut sein, aber da, wenn ich dann irgendwie noch mit Begleitung, ja, das soll ich meiner Freundin sagen, wir geben jetzt mal schnell 90 Euro aus, um nach Mainz zu fahren. Das klingt nicht so, als wenn man das gut verkaufen könnte, ehrlich gesagt. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich in Mainz, glaube ich, noch kein einziges Spiel, außer das 3-3, wo Korkmaz da noch den Ausgleich gemacht hat, bis zum Ende in Mainz im Stadion, ehrlich gesagt. Choupo-Moting war einmal 1-0 Kopfball, bin ich direkt nach dem Tor raus, weil ich wusste, da passiert nichts mehr. Einmal ist auch irgendwann das 3-0 gefallen, auch direkt wieder raus. Dieser Gästeblock ist auch nicht allzu schön da. Ja, auf jeden Fall ist so, was eine Frage hätte ich an die Mainzerin heute, wenn wir schon mal zu Gast haben, weil man muss ja vorsichtig immer mit Ferndiagnosen sein, aber ich kann jetzt mal einfach meinen Eindruck als Außenstehender schildern, der sich mit Mainz gar nicht so viel beschäftigt. Irgendwie hat für mich Mainz so ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der Alltag hat Mainz so ein bisschen eingeholt. Also dieses euphorisierte Mainz, was die Liga begeistert, das ist irgendwie so ein bisschen verschwunden. Das ist so wie jetzt wieder so ein ganz normaler grauer Maus geworden, für mich persönlich. Deswegen frage ich ja nach. Und irgendwie kommt, also bei Mainz hat für mich ehrlich gesagt, hört sich hart an, aber so ein bisschen Relevanz verloren, ehrlich gesagt. Das ist, ist halt Mainz, gell? Die haben jetzt mal Maxim geholt, den, aber so ein bisschen dieses, was Mainz irgendwie das ausgemacht hat mit Klopp oder Tuchel oder so, das ist so ein bisschen baden gegangen und die Spiele sind auch nicht ausverkauft. Ich glaube, im Europapokal waren auch nur 22.000 da einmal gegen Saint-Étienne oder was es war. Irgendwie wirkt das so, als wenn so, und da gab es auch irgendwie noch Stress mit der Fanszene, glaube ich. Irgendwie wirkt das so, als hätten so die Alltagsprobleme in Mainz Einzug gehalten. Und ich will einfach nur wissen, ob mein Eindruck da täuscht, weil ich sowieso ein schlechteres Bild von Mainz habe als vielleicht ein neutraler Fan, oder ob da vielleicht auch was dran ist. Da ist definitiv was dran. Ich glaube, also, dass es zwei Entwicklungen gibt. Die eine ist auf der sportlichen und auf der Vereinsverantwortungsebene. Und da war, glaube ich, der Bruch gar nicht mal erst, als rauskam, dass Heidel sich überlegt hat zu gehen, sondern ich habe das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt. Meiner Meinung nach war der Bruch, als Tuchel gesagt hat, er geht. Tuchel hat in Mainz mit Teilen der Fanszene ein ähnliches, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem gehabt, wie am Ende dann auch mein Eindruck jetzt mal so ganz platt von außen mit Teilen auch in Dortmund, dass er halt so dieses Unnahbare hatte für viele und dass die Leute gesagt haben, das ist halt irgendwie schon ganz anders als der Klopp und mit dem wäre ich nicht so warm und auch mit dem, weißt du, der Klopp, der geht dann halt abends mal irgendwie noch mit Leuten irgendwo in der Kneipe, wo man auch weiß, man kann mal an ihm vorbeilaufen, eins saufen und hockt dann da. Und so einer war der Tuchel halt nicht. Und das haben ihm die Leute so lange nicht zum Vorwurf gemacht, solange alles smooth gelaufen ist. Und als er dann gesagt hat, hört zu, ich habe hier alles rausgeholt und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie platt und das bringt nichts mehr, dann hat man ihm das furchtbar übel genommen und da ein Drama draus gemacht, das ich irgendwie bis heute nicht verstanden habe. Und ich glaube aber, das, was eigentlich in dem Moment angefangen hat, war zumindest immer mein Eindruck, ist, dass Heidel, glaube ich, dachte, mit Tuchel kann er auch in Mainz nochmal eine Ebene erreichen, die eigentlich lange für diesen Verein überhaupt nicht denkbar war. Weil ich meine, also wenn man sich mal anguckt, wo Mainz irgendwie vor 15 Jahren stand, also Tuchel ist ja gegangen und es war klar, nächste Saison spielen wir Europapokal. Und ich glaube, dieser Abschied von Tuchel hat den Bruch bei Heidel eingeleitet. Und der wäre vielleicht noch zu verhindern gewesen, wenn das mit dem Jülmund dann geklappt hätte, der ja kam nach Tuchel, den viele schon wieder so ein bisschen vergessen haben. Ich mochte den sehr und habe das auch sehr bedauert, dass der nicht ein bisschen länger die Chance bekommen hat. Diese ganze Geschichte, die sich danach so entsponnen hat, also dass dann Heidel gesagt hat, ja, nein, vielleicht, und dass auch dieses Rumgeeier da mit Schalke, komme ich oder bleibe ich oder gehe ich doch, irgendwie so lange gedauert hat und das dann, ich weiß nicht, wie sehr man das in Frankfurt irgendwie überhaupt mitkriegt oder verfolgt, weil ich meine, da ist Mainz ja jetzt auch nicht irgendwie so das Top-Thema, dass halt dann die ganze Geschichte mit Strutz, also der fast 30 Jahre Präsident ist in Mainz und wo es immer heißt, das ist ein Ehrenamt und dann kommt plötzlich raus und da dann noch so und so viel 1.000 Euro im Monat gekriegt und da so und so viel und dann hat er auch noch irgendwie möglichst die Wasserkisten da aus dem VIP-Raum mit nach Hause genommen und also was auch immer, ja, und dann ging das plötzlich
so los, dass viele von den Fans sich so gedacht haben, was, das ist überhaupt nicht mehr mein Verein. Also es gab irgendwie so emotionale Brüche, dass man so dachte, man glaubt irgendwie, also eine Silberehe lang, fast 25 Jahre, den beiden Jungs, die da vorne stehen und alles irgendwie regeln. Und dann kommt halt plötzlich lauter so klein-klein raus. Und am Anfang denkt man noch, ja, mein Gott, aber ist ja auch egal. Die haben uns irgendwie dahin geführt, wo wir heute sind. Und wenn dann mal das und das schiefgelaufen ist, und dann kumuliert sich das aber so. Und das hat auf jeden Fall zu einer riesen Ermüdung geführt. Und dann kam halt dazu, also dass in Mainz auch, ja, man wie ja in vielen Vereinen auch immer noch so hadert mit so einem Umgang. Was macht man mit den Jungs, die da halt auch mal mit ihren Feuerwerkskörpern irgendwie in fremden Stadien unterwegs sind, und dass man dann das Gefühl hatte, in so einer Situation, in der der Verein vielleicht gerade schwach wirkt, muss man da dann jetzt besonders dolle durchgreifen und fängt dann da als Mainz 05 plötzlich an mit Kollektivstrafen. Ja, also was überhaupt nicht gut angekommen ist und so. Und dann muss man fast schon sagen, war es für die Fanszene und für den Zusammenhalt der Fans eigentlich fast ein Segen, dass wir letzte Saison also noch so hart in den Abstiegskampf gekommen sind, weil dadurch dann halt plötzlich irgendwie man sich wieder zusammengerauft hat und die Ultras nach Liverpool geflogen sind und sich von Kloppo irgendwie die alte, hier den alten Banner abgeholt haben, und Kloppo dann halt irgendwie sich auch zu Wort gemeldet hat, gesagt hat, hier reißt euch mal zusammen, ihr seid irgendwie immer noch meine Stadt und irgendwann komme ich nach Hause und dann spielt ihr gefälligst in der ersten Liga und so. Aber es ist definitiv so, dass diese ganzen Veränderungen auch an den Fans nicht spurlos vorbeigegangen sind, und das ist im Prinzip ja schon die zweite Welle der Veränderung, weil die erste Welle der Veränderung hast du einfach zwangsläufig. Wenn du so aus den Niederungen kommst, wie das bei uns einfach der Fall war, dann hast du Leute, die erst im Erfolg zum Verein stoßen und die dann auch dieses Level von Erfolg erwarten und dies überhaupt nicht tolerieren, wenn dieses Level nicht gehalten wird, und die dann sofort wegbleiben. Und dann ist es ganz schwierig, nicht in so eine Abwärtsspirale reinzukommen. Ich merke das bei mir selber auch teilweise. Also ich habe dann auch ein paar echt erboste Kolumnen geschrieben darüber, warum die Leute den Arsch nicht ins Stadion kriegen, und auch mal irgendwie im SWR in so einer Sportsendung das dann irgendwie gesagt und dann teilweise auch bitterböse Mails bekommen von Leuten, die so meinten, ja, der Verein zerlegt sich selbst und die Mannschaft spielt nur noch Scheiße und wieso soll ich denn da dann jedes Wochenende stehen? Und ich habe dann immer so dieses, dass ich mir denke, ey, guckt euch mal irgendwie einen Verein wie Hamburg an, ja, die seit 5 Jahren irgendwie Grütze spielen und immer da am Abgrund entlang schrabbeln, und da sind halt 50.000 Leute im Stadion, warum kriegen wir das hier nicht hin? Aber Mainz hat halt einfach auch eine andere Historie, Mainz ist anders eingebettet, wir hatten immer rundherum die großen Rivalen eben mit Frankfurt und mit Kaiserslautern, und das ist einfach eine Fanszene, die ein Stück weit auch immer noch irgendwie in der Entwicklung und in der Identifikationsfindung ist, und da bringt es dann auch nichts, wenn der Verein wohlmeinend irgendwie so marketingmäßig versucht, da so identifikationsstiftende Maßnahmen irgendwie anzuleiern. Was, denke ich, gut ist und was uns echt helfen kann, ist, dass sich ja jetzt letzte Saison eine Fanabteilung gegründet hat, die tatsächlich auch so auch vom Verein als Abteilung eingegliedert wurde und wo jetzt wirklich also von der Basis Sachen entstehen. Und es gibt außerdem in Mainz-Weisenau hier in Vorort ein altes Gebäude, was man auf 10 Jahre sich jetzt gesichert hat, was komplett umgebaut wird, wo so ein Fanhaus entsteht, also wo das Fanprojekt arbeitet und wo eben auch die Ultras dann irgendwie ihre Choreos vorbereiten können, wo sich Fanclubs treffen können, wo man also eine Begegnungsstätte hat, um sich auch mal mit einem Spieler zusammenzuhocken und so. Und es sind schon Leute da, die, glaube ich, begriffen haben, was man irgendwie machen kann, fernab von solchen Marketing-Schraubgeschichten. Aber die Sache braucht, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit, und man muss nach so einer euphorischen Phase, wie Mainz sie lange hatte, dann eben auch also den, ich sag mal, Umkehrschluss akzeptieren, dass dann halt eben, wenn die Normalität so ein bisschen einkehrt, Leute verschwinden, und dann muss es sich irgendwo einpendeln auf so einem Mittelmaß, und dann muss man halt, also Mittelmaß jetzt, was die Zahlen angeht, und dann muss man halt einfach auch mal einsehen, dass halt Mainz irgendwie eine Stadt ist mit knapp 200.000 Einwohnern, wovon, ich weiß nicht, 40.000 Studenten sind, und wenn da dann 25.000 Leute ins Stadion gehen, ist es ehrlich gesagt auch nicht so wenig, wenn das am Ende der Schnitt ist. Ist halt so. Danke. Bitte. Soll ich dir ausführen? Anders geht es bei mir immer nicht. Ja, aber es tut mir ganz gut, weil ich werde auch oft dafür belächelt, dass es mir genauso geht, wenn man mir eine Frage stellt, dann muss ich mich immer bremsen.
ich bin nicht allein, René, siehst du das? Genau, Dennis merkt gerade an, dass Mara wunderbar die von Marvin freigegebene Redezeit bis auf die letzte Sekunde ausreizt. Hervorragend. Grüße. Grüße. So muss das sein, Grüße, genau. Dann lass uns doch mal jetzt wirklich auch wieder auf das Spielerische schauen. Samstag, schon Freitagabend, das Topspiel. Halt, eine Frage habe ich jetzt schon mal dazu. Funktioniert der Eurosport-Player mittlerweile gescheit? Ja, kann man das gucken? Also, ich hatte im Vergleich zu den anderen, das habe ich schon ausgeführt, die Probleme nicht. Von daher würde ich jetzt sagen, ja. Okay. Mara wird die Frage wahrscheinlich nicht beantworten, weil die wird Freitag im Stadion sein. Da ist Eurosport-Player vollkommen egal. Ich fahre da auch noch irgendwie. Jetzt haben wir zu lange darüber gesprochen. Letzte Woche Freitag noch geguckt, hast du gesagt, oder? Das Hamburg spielt. Letzten Freitag habt ihr doch, gegen Schalke habt ihr doch jetzt gespielt. Da hast du ja sicherlich über Eurosport-Play geguckt. Das hat gut funktioniert. Das hat sich stabilisiert. Also die ersten Spiele waren ja irgendwie die Hamburg-Spiele. Da ging irgendwie gar nichts. Aber nicht jetzt ist es ruhiger. Gut, aber okay. Aber also glaube ich immer so ein bisschen Glückssache. Also ich weiß, dass auch hier so das Feedback der Mainzer Kneipiers sehr durchwachsen war. Also in einigen Kneipen lief es irgendwie problemlos und in anderen dann halt auch gar nicht. Okay. Na, das schauen wir mal. Das nervt mich jetzt schon, auch wenn noch nichts passiert ist, ehrlich gesagt. Ich hab irgendwann, ja, das ist wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich habe zum Beispiel Köln gegen Bremen. Habe ich mir teilweise darauf angeschaut. Das lief echt ganz gut. Ich war echt begeistert. Ich habe gedacht, cool, das macht mir Hoffnung, wenn die Eintracht dann in Mainz spielt, blablub. Ja, und als dann diese Endphase anfing, lief es zwar weiter, aber es war so krass verpixelt, also dass ich gar nichts erkannt habe. Ja, du hast das Gefühl bei diesen Streams, finde ich, also du kriegst jeden mit, der sich da irgendwie nachträglich irgendwie noch einwählt, genau. Ja? Also ja. Jedes Mal, wenn da einer dazukommt, leidet so. Irgendwie dann, die Qualität bei allen anderen. Und dann gab es ja diese Szene da mit Gourassi kurz vorm Schluss und so ein Kram. Ich will mir nicht vorstellen, wenn es bei Eintracht gegen in Mainz 0-0 die ganze Zeit steht und dann hat die Eintracht eine Riesenchance und ich erkenne da nichts, das wäre echt wahnsinnig. Ja, aber wie gesagt, also ich habe ja momentan den direkten Vergleich, weil ich ja auch Sky Ticket jetzt im Moment habe, über dieses 4 Monate für 40 Euro Angebot, was ja im Grunde genommen, die Technik dahinter ist ja unter dem Schritt dasselbe, es ist ja beides Stream und sie haben beide ihre Mucken und bislang habe ich feststellen können, dass ich bei Sky wesentlich öfter diese Aussetzer habe und da zahlst du halt nicht irgendwie 30 Euro fürs Jahr oder in Zukunft irgendwie ein 10er im Monat, sondern da zahlst du 30 Euro im Monat und das ist jetzt qualitätsmäßig auch nicht besser. Also da würde mich das Geld dann auch viel mehr ärgern an der Stelle. Nee, man muss auch fairerweise sagen, also ich habe letzte Saison irgendwie 2-3 Spiele, als ich nicht zu Hause war, versucht über Sky Go zu gucken und also da kannst du dir auch einfach irgendwie eine Gabel ins Auge stechen, weil also das funktioniert gar nicht. Okay. Also, Dennis, falls es nicht funktioniert, hast du gerade eben ein Alternativprogramm bekommen. Sky Go ist halt auch nervig, weil du weißt genau, dass du 40 bis 60 Sekunden hinten dran bist. Ja, genau. Das stimmt. Und da musst du dich ja quasi, weiß ich nicht, du musst dir quasi Kopfhörer aufsetzen und dein dass Handy nicht einer weg, über den Flur, genau, schon. Handy wegtun und alles. Du darfst ja nicht bei Twitter reinschauen, nichts. Ja. Du musst nur auf dieses Spiel starren. Dann fällst du noch aus und dann weißt du nicht, wo es stehen geblieben ist. Was du aber auch nicht kannst, weil zwischendrin kommt dann wieder Olli Kahn um die Ecke und macht Tippico-Werbung in 2/3 des Bildes. Ja? Also das muss ich auch mal anmerken. Jetzt verlassen wir ja schon wieder ein bisschen das ist mein Spiel, aber was für ein Spiel habe ich geschaut? Ich glaube, es war Bayern HSV, also Bayern beim HSV. Ja. Man kann ja mittlerweile tatsächlich sich das Spiel nicht mehr anschauen. Da war sogar eine Szene, als Coman hat, glaube ich, aufs Tor geschossen. Der war aber komplett verdeckt von einem eingeblendeten Matthäus. Also du hast die ja, Szene also gar nicht gesehen. Ja, also wenn es noch der Matthäus ist, ist es ja das eine. Aber wenn dann unten kommt, der Spieler hat jetzt gerade einen Schlenker gemacht. Ich mache auch einen Schlenker. Am Wochenende können Sie bei uns auf Sky Family. Und dann ja, aber blenden das ist Sie ja wenigstens da unten nicht über so ein Drittel des Bildes also, irgendwie Ihre Werbung ein. Ja, doch, zum Teil kommen da noch so Einblendungen, Basti. Also es ist genau. Zum Teil halt echt eine Frechheit. Und dafür zahlst du dann 30 Euro oder irgendwas im Monat. Also es ist halt echt viel. Es kann nicht wahr sein, auch dass die denken, ach hier, das ist gut, wie wir das machen. Weil lass mal den Lothar Matthäus jetzt hier. Lothar Matthäus, wie finden Sie, dass jetzt, keine Ahnung, rote Karte für HSV? Ja, der jetzt hat Bayern natürlich einen leichten Vorteil.
Ach hier, Lolo Matthias, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Hier. Gott sei Dank haben die den noch eingeblendet hier, sonst wäre mir das ja völlig entgangen hier. Wo du denkst, dann denken die, ach, das war eine gute Schalte, wie schalte ich gleich nochmal dazu? Aber irgendwo das müssen ja die Gebühren verprasst werden, die wir bezahlen. Also bitte, ja, muss ja auch Lolo Matthias gönnen. Oh, dann soll ich es denn mit Thias Sommer verprassen. Die machen eine überragende Sache da bei Eurosport. Ja, das stimmt. Das ist einfach nur Henkel und Sommer, gar kein Riesenstudio, so eine Oldschool-Tafel hier mit diesen Magneten. Fertig. Der erklärt mir alles, was ich wissen will. Dankeschön. Und da kann man sogar verschmerzen, dass der am Rande der Normalität sich bewegende Christian Ortleb da auch noch rumhüpft. Das kann man dann ignorieren. Jetzt aber läuft was der Sky da momentan macht, das geht gar nicht, ehrlich gesagt. Das geht wirklich nicht. Und das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass ich mich jedes Mal über alles immer aufrege und bla bla, sondern das kann man nüchtern und rational betrachten. Das ist eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sind wir uns alle einig. Amen. Sollen wir erst nochmal versuchen, über das Spiel gegen Mainz zu reden? Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen oder andere Themen? Ich frage nur für einen Freund. Mir gerne. Ich bin noch mal. Ein Freund lieb von mir. Grüße. Grüße. Hervorragend. Wer hat Mara grüßifiziert? Ja. Das ist für die Grüßwelle wird über Deutschland schwappen. Genau. Grüße. Grüße. Genau, Freitagabend, wir gegen euch, Mainz gegen Frankfurt in Mainz, wie wir schon das ein oder andere Mal jetzt festgestellt haben. Mm. Und dann lasst uns doch mal über Aufstellungen reden, ein allseits beliebtes Thema. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Heimmannschaft an, Frau Mara. Wen stellen wir denn da auf oder wen stellt ihr auf? Das sind wir, ne? Wir spielen zu Hause, oder? Ja, also, das ist korrekt. Ich denke mal, dass sich auf jeden Fall auf der Position des Torwarts was verändern wird, im Gegensatz zum Pokalspiel, da ja René Adler leider ausfällt. Und dann tippe ich mal, dass der Diallo in die Innenverteidigung zurückkommen wird, neben Bell. Ich denke mal, Brosinski und Donati wird irgendwie so bleiben. Wo ich mal gespannt bin, kann ich ehrlich gesagt im Moment aber nicht also seriös einschätzen, ist, ob wir wieder mit Maxim spielen, also mit einem Zehner, oder ob wir da ein bisschen umstellen. Ich glaube aber tatsächlich, also ich habe mich sehr gefreut beim Pokalspiel, dass er den Kodro mal von Anfang an hat spielen lassen. Das war ja leider nicht von Erfolg gekrönt, und der muss nach dem Spiel, glaube ich, erstmal irgendwie ganz viel Schokolade und Streicheleinheiten bekommen, weil der hat also, der hätte eigentlich 3 Tore machen müssen und noch 2 weitere machen können, so ungefähr. Von daher gesehen vermute ich mal, dass wir eher wieder mit Muto vorne spielen werden. Das sind so die Sachen, die man irgendwie vielleicht so halb seriös schon in den Raum stellen kann. Und auf den Außen ist es ja tatsächlich so, dass wir da ein angenehmes Überangebot fast haben. Also kann natürlich gut sein, dass er, nachdem Tonali sich jetzt da auch irgendwie ziemlich verausgabt hat und de Blasis nur eingewechselt wurde, vielleicht auch de Blasis wieder spielen lässt. Und auf der 6 nehme ich mal an, dass Latza zurückkommen wird. Das wären jetzt so die Tipps von mir für das, was man vielleicht schon ein bisschen einschätzen kann. Aber also ich denke mal, eine Frage wird halt eben sein, wie er es vom System her machen wird. Hm. Und als Ersatz für Adler Zentner. Genau. Ja, unsere eigentliche Nummer 2 Hut, der ja auch bei der U21 hätte dabei sein sollen beim Turnier, der ist ja langzeitverletzt. Also von daher gesehen gehe ich von nichts anderem aus als Zentner. Keine Alternative. Ja. Und ich meine, wie gesagt, der hat das ja auch also sauber gemacht im Pokalspiel. Wieso sollte man den dann nicht spielen lassen? Das kann uns, glaube ich, ganz recht sein. Was soll das denn heißen? Ja, nichts. Dann, die Herren, lassen uns doch mal gucken, wie die Eintracht aufstellen könnte vielleicht. Ich glaube, Radetzky im Tor brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Richtig. In der Abwehr wird es spannend. Timothy Chandler. Abraham kommt zurück. Kommt zurück. Diesmal darf Fallett wieder spielen. Diesmal sind wir uns sicher, dass Fallett wieder spielen darf, oder? Lieber Chat, wenn nicht, dann jetzt bitte schnell schreiben. Spannend wird der Ersatz für Chandler, der sich ja dummerweise im Spiel gegen Pinks, helft mir, Dortmund verletzt hat, was auch sehr, sehr schmerzhaft aussah. Also da war da nichts mit irgendwie Hoffnung, dass der irgendwie mit Krücken wieder am Rand steht. Aber Gott sei Dank, also das sah so schlimm aus, dass man gedacht hat, dass die 2 Monate gehen ja jetzt sogar noch.
Ja, genau, also stimmt. Er ist mittlerweile operiert, aber er fällt halt auch 2 Monate aus. Das ist aber halt auch wieder so unnötigerweise, weil dann doch die Verletztenliste nicht ganz so kurz ist an der Stelle. Ja, ich würde da gerne mal Salcedo spielen sehen, muss ich wirklich sagen. Wo auf denn? Der Außen? Auf rechts. Ich würde auch denken, das ist, bei Mexiko spielt das ja auch, glaube ich. Ja. Die Sache ist ja der kam Person. Ja auch dann gegen für Chandler und ich fand eigentlich, hat das jetzt auch in den Minuten gar nicht so verkehrt gemacht, dafür, dass er ja dann doch sehr schnell da auch rein musste. Und ja, also das, ich würde auch denken, ich muss Salcedo da stellen, dann sammelt er auch die Spielpraxis, die dann dazu führt, dass wenn Da Costa wieder da ist, er dann Russ verdrängen kann endlich, der hoffentlich jetzt schon verdrängt wird. Ich würde Innenverteidigung Fallett und Abraham. Und links? Hasebe würde ich würde Fünferkette spielen, auswärts. Hasebe dazwischen und links Williams. Williams ist einer meiner Lieblingsspieler geworden. Ja, das ist auf jeden Fall. Der hat den Ball, der schnickt da rum. Der sieht manchmal aber auch so aus wie so ein Bademeister, der mal ganz kurz mit den kleinen Kindern da spielt. Aber der macht es immer gefährlich. Also das ist super. Das ist auch der Einzige, der gescheit einwerfen kann, muss man wirklich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. und er kann flanken, wobei wir ja jetzt, das muss ich wieder kurz zurück, beim Spiel von Schalke gegen Mainz letzte Woche gesehen hat, dass Oczipka auf einmal auch Ecken schießen kann. Überraschenderweise. Ja. Das hat er wohl da gelernt, ja. Ja, bei uns kommt das nicht. Ja gut, dann gehen wir weiter. Was haben wir denn auf der... Wer spielt dann? Also ich würde dann Gacinovic, Boateng wieder auf die Achterposition. Ja. Auf der 6, die jetzt die Frage war. Das ja... Die Frage ist ja generell, willst du eher offensiv oder willst du eher so ein bisschen neutral? Also meine Vermutung ist so in die Tüte gesprochen, dass wir jetzt nicht Offensivfeuerwerk, sondern dass das eher so Spiel kaputt machen, Mainz den Ball lassen und dann halt einfach mal gucken, ob sich Lücken bieten. Aber das hat ja dann bei Eintracht momentan, wie man das manchmal sogar sieht, mit dem Spielermaterial gar nichts zu tun, weil wir manchmal auch echt so viel Offensivpower auf dem Platz haben und dann stehen die trotzdem tief. Die Sache ist, ich würde aber Sebe sogar wahrscheinlich, ist Stendera auch wieder fit? Der hat im Pokal gespielt. Der kam ja rein, aber ja, das weiß ich schon, aber der ist ja auch jetzt wieder, das war jetzt nicht nur so ein, hier schnuppern wir wieder rein. Also der würde wahrscheinlich der war ja auch nicht so schwer krank, ein Startelf-Kandidat sein. Ich würde ehrlich gesagt Schendera und Hasebe dann auf die Doppel-6 stellen und doch nur eine Viererkette spielen. Ja, und vorne habe ich ja gesagt, sage ich die Saison über nichts mehr, sondern das ist klar. Rebic, Boateng, Gacinovic vorne, alle. Ja, sehr gut. Nee, kann ich mitleben. Du hast Viererkette, dann hast du davor... Hasebe rausgezogen, genau. Hasebe ein bisschen davor gezogen. Ja, und dann die 4 vorne. Boateng auf der 10. Genau. Rebic links. Gacinovic rechts. Vorne, Aller. War übrigens lustig in Schweinfurt, da wurde das oft gebrüllt. Tja. Auch von Leuten, die ich nicht kenne. Kam noch irgendwas Grüße. Mit Grüße hinterher? Nee, das habe ich jetzt hinterhergeworfen. Grüße an die Leute. Grüße auch an den JMK, ich weiß den echten Namen gar nicht, ist mir ein bisschen peinlich. Den haben wir der Marvin nicht zum ersten Mal als ein treuer Hörer. Den haben wir zum ersten Mal beim Pokalfinale getroffen, den habe ich jetzt dort wieder getroffen, nachdem ich ihn auch schon in Siegen getroffen hatte. Und er hatte seinen Bruder, glaube ich, dabei und der Bruder hat mir sofort eine Jackie-Cola-Dose angeboten. Ganz hervorragend. Der Eintracht-Podcast verbindet und sorgt dafür, dass ich auch auswärts im Block eine Dose Jackie in der Hand haben kann. Grüße. Ja, und Karten bekommst, mit denen du überhaupt in den Block reinkommst. Das machst du fein. Siehst du mal. Sehr gut. Was mich dabei ein bisschen irritiert, ist, dass all das immer nur an Basti geht. Da müssen wir mal hier über die... Fängt es jetzt hier auch schon an? Über die Geschenkverteilungspolitik. Bei 93 werde ich schon gemobbt. Und jetzt, ihr müsst aber aufpassen, das hat gegenteilige Effekte. Die Leute solidarisieren sich da mit mir. Ja, das ist... Grüße. Ja, werden wir noch lernen. Also es klingt generell von den Aufstellungen her, als könnte das ein spannendes Spiel werden, Freitagabend. Ja, für mich ist das Spiel, jetzt muss ich noch kurz einwerfen, jetzt labere ich schon wieder zu viel, aber ich muss noch kurz einwerfen. Für mich ist das ein weiteres Mosaikstein, dieses Spiel, was dafür sorgen könnte, dass ich mehr Vertrauen in die Eintracht kriege als vorher. Weil eigentlich würde ich denken, dass die Eintracht verkackt das. Es ist zu offensichtlich, dass die Eintracht da verliert. Weil das ist so dieses Typische. Die Eintracht ist jetzt gut dabei, ist jetzt gefestigt und in der Vergangenheit haben wir dann genau diese Spiele, die dann folgten, immer verloren. Das heißt, ich befürchte, die Eintracht verliert 1-0 in Mainz. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann geht ein bisschen was von dieser Unsicherheit, die Eintracht
jahrelang in mein Herz gemeißelt hat, konstant, wieder ein bisschen weiter weg. Also für mich ist das echt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, ehrlich gesagt. Das soll, weil englische Woche ist und das Dortmund-Spiel so spektakulär war, darf das nicht untergehen. Weil das sind jetzt, die zwei Spiele, die jetzt kommen, sind eminent wichtig. Und wenn wir da 4 bis 6 Punkte holen, dann kann man wirklich sagen, dass die Eintracht echt eine geile Saison auch spielen kann, die dann vielleicht sogar dafür sorgt, dass nicht die Kölner, sondern die wir dann mal in Weißrussland was Köstliches essen. Spannend ist ja halt wirklich dann an der Stelle die Frage, wer geht jetzt, wir haben ja alle, oder beide Mannschaften haben die gleichen Erholungszeiten, wir haben beide am selben Tag gespielt im Pokal. Gut, Mainz halt eben jetzt die 30 Minuten länger, aber die Frage ist, wer kommt halt einfach aus dieser doch relativ kurzen Regenerationszeit einfach mit entweder mehr Energie raus oder wer hat einfach den flexibleren Kader, um das Thema jetzt irgendwie auffangen zu können. Wir haben aber ja eigentlich schon gut gewechselt gehabt, auch im DFB-Pokal doch einige nicht spielen lassen, die sonst hier definitiv Stamm wären. Rebic, Hasebe, Abraham, die haben ja alle nicht gespielt dementsprechend. Also ich denke schon, dass man da auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mainz war, ob da strategische Spieler nicht gespielt haben. Mara, da musst du uns weiterhelfen. Aber bei uns ist es definitiv so, einige kommen tipptopp fit auf den Platz. Bei uns ist auf jeden Fall der Diallo im Pokal geschont worden. Der war auch so ein bisschen angenockt nach Schalke. Und der wird sicherlich in der Innenverteidigung zurückkommen. Und okay. Ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass wir im Moment halt auch ganz gut so wechseln können. Also abgesehen von der Verteidigung, wo man immer ganz froh ist, wenn sich da keiner irgendwo umschubsen lässt, können wir ja nach vorne raus tatsächlich irgendwie ganz gut tauschen. Also auf der 6 hat der jetzt beispielsweise der Serdar gespielt und Latzer ist eingewechselt worden und da schätze ich mal, dass der Latzer zurückkommen wird. Und der ist dann natürlich auch fitter als jemand, der halt eben also über 90 Minuten durchgeoxt hat. Okay. Gut, dann machen wir den Tippreigen dann nochmal auf. Dennis, du sagst? Ich bleib beim 3-0 für die Eintracht. Basti? 1-0 für Mainz. 1-0 für Mainz. Eigentlich müsste ich dafür dich aus der Sendung schmeißen. Ich gehe mit Dennis und sage 3-0 für die Eintracht. Mara? Ja, ich sage, wir gewinnen 3-2. Pokalergebnis quasi. Nee, Ergebnis, Vorsaison gab es ja am Ende dann sogar ein 4-2, ne? Nee, aber also nach 2-1 einer 2-0-Führung der Eintracht, muss ich wohlgemerkt nochmal dazu sagen. Also es ist so unfassbar. Das war mein Hochzeitsgeschenk von meinem Verein, das war nämlich am Tag danach. Hätten sie nicht Geld schenken können, wie alle anderen auch, verdammte Axt. nee, also 2-1 finde ich immer ein bisschen zu einfach und ich glaube auch tatsächlich, dass unsere jetzt da doch mal Torlust gekriegt haben. Ich würde auch mich mal darauf festlegen, dass der Code Ruh diesmal eingewechselt wird und tatsächlich eine Bude macht und das ist dann das 3-2. Ah, gut. So wird's kommen. So wird's kommen. Wir können ja dann nächste Woche nochmal sprechen, wer recht hatte. Schauen wir mal. Dann hat uns noch eine Hörerfrage erreicht, die können wir vielleicht auch kurz beantworten, damit die Sendung jetzt nicht so ewig lange wird. Und zwar erreichte uns die Frage, was wir meinen, ob Alex Meyer nochmal zurückkommt. Da gab es ja jetzt verschiedenste Andeutungen, Verletzung dauert ja noch und dann war, glaube ich, Bobic derjenige, der gestern oder heute in einem Interview gesagt hat, es gäbe wohl einen Anschlussvertrag und er wird eine Position im Verein antreten. Also es sieht irgendwie alles so ein bisschen nach das war's mit der aktiven Fußballerkarriere aus, oder? Ja, also der wird keine große Rolle mehr spielen und das muss ich auch wirklich sagen, würde mich eher wundern, wenn er nochmal hier Mods viel Spielzeit bekommen wird. Das wird es einfach der Körper nicht mehr hergeben, denke ich auch. Also ich denke schon, dass er uns noch ein paar Mal auf dem Platz begegnen wird, aber ich ehrlich gesagt leider nicht. Das finde ich glaubst sehr, sehr schade. Ich glaube, er kommt nicht mehr zurück. Ich denke schon, dass der zumindest noch mal ein paar Minuten hinten raus auch eingewechselt wird. Ja gut, wird, das kann natürlich sein, aber ich glaube nicht, dass er irgendwie so 3-4 Spiele hintereinander Startelf. Ja, das glaube ich auch nicht. Nein. Der muss, aber da darf die Eintracht nicht verkacken, der muss einen würdevollen Abschied kriegen. Ich habe keinen Bock, dass der einfach so verschwindet. Nicht so, wie wir das mit anderen Spielern gemacht haben, meinst du? Ja, nicht mal unbedingt, aber es geht ja auch oft so, dass Spieler, die verletzen sich, dann siehst du nicht mehr, dann hast du nicht mehr dieses, sondern dass man, egal wie fit er ist, dass man ihn dann wenigstens im letzten Heimspiel nochmal 10 Minuten spielen lässt, wenn es dann um nichts mehr geht oder sonst irgend sowas. Also, dass man nochmal einen Alex Meyer-Moment hat irgendwie. Also, ich habe keinen Bock, dass der dann im Sommer einfach nach Amerika verschwindet oder so. Ja,
Das stimmt. Der Timo, nicht Werner, schreibt übrigens im Chat, bei einem 3:2 würde er dann anschließend seine Karte für Bremen verschenken. Also von daher, es ist wer will die denn dann? Es ist hiermit notiert, lieber Timo, und wir kommen auf dich zurück, falls das Ergebnis eintritt, und dann können wir das live hier in der Sendung machen, nicht wahr? Jetzt für ein Erfolgsfan da, der Timo, der soll die Karte sowieso abgeben. Was ist los mit dem? Basti wird sie nehmen, nehme ich an. Grüße. Grüße. Gut, dann kommen wir zu den letzten beiden Kategorien. Dummschwätzer der Woche. Lösen wir erstmal auf letzte Woche. Es standen zur Auswahl die Bild oder auch namentlich Julian Reichelt. Dann hatten wir den Norddeutschen Fußballverband, Thomas Strunz und Lothar Matthäus und wir natürlich, ja, für unsere grandiose Einschätzung, wer in der Abwehr spielen wird, Fallett. Und gewonnen hat mit 58% der Norddeutsche Fußballverband. Kann man, glaube ich, so durchgehen lassen. Ist okay. Hast du es gerade zur Hand, wie viel Prozent wir bekommen haben? Willst du das ernsthaft wissen? Ja, ich würde es gerne wissen. 11,6. No, okay, gut. Also wir waren nicht Letzter. Letzter war in der Tat Lothar Matthäus für seinen Ancelotti-Diss. Mal gucken, ob er diese Woche mehr Prozente bekommen kann, weil wir haben eine Hörernominierung, der würde ich mich in der Tat auch anschließen. Und zwar Lothar Matthäus, und zwar für das hier, spielt sie jetzt mal ein. Ich hoffe, es ist halbwegs gut zu hören. Wie hast du es bisher erlebt? Der Zock. Das siehst du, wie du auch lügen musst? Oder nicht die Wahrheit sagen musst? Ja, fertig. 1, 2, 3. Ich höre nichts zurzeit. Warte, hallo? Also es war, glaube ich, für die jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Für diejenigen, die das live irgendwie mitgekriegt haben, da war halt eben so diese Frage, und dann wird unten links Lothar Matthäus eingeblendet und du siehst ihn so für 3-4 Sekunden und er reagiert irgendwie gar nicht, und dann kommt so die Frage so nach dem Moment, wo er fragt, ob er jetzt lügen soll oder nicht die Wahrheit sagen soll, und stellt dann irgendwie fest, dass der Ton nicht da ist und fragt, also das ist, da fällt dir nichts mehr zu ein. Nix. Also es ist fürchterlich. Ganz ehrlich, ich würde gerne aber wissen, was habt ihr denn für Theorien? Zu was? Zu Lothar Matthäus? Wollte Sky die Schiedsrichter schützen oder was? Weil die haben das ja, ich habe es ja vorhin gesagt, die haben ja diese zwei strittigen, zumindest strittigen Entscheidungen mit Rebic abseits und rote Karte Bartra komplett totgeschwiegen. Vielleicht meint er das so, von wegen, soll ich das jetzt lieber nicht sagen, damit es wieder Diskussionen gibt oder so, um den Videobeweis und so. Also wahrscheinlich hat er das wirklich gemeint und hat dann wahrscheinlich, kriegt er vielleicht wirklich teilweise die Anweisung zu sagen, hier, das erzählst du nicht, weil er fragt ja nach, so, soll ich jetzt wieder lügen? So, von wegen, soll ich jetzt wieder, das, also, das fragt er dann. Genau, also. Er muss ja irgendwas gemeint haben, mit was er lügen soll. Also, ja, was soll das denn? Die Formulierung mit der Frage wieder lässt ja dann auch sehr stark die Vermutung aufkommen, dass das nicht das erste Mal ist. Das ist es ja. Also er muss ja quasi, wahrscheinlich kriegt er vorher gesagt, hier, geh bitte nicht auf die strittigen Szenen ein, wir wollen jetzt die Diskussion um den Videobeweis und die Schiedsrichterei nicht weiter entfachen. Ja. Wenn das wirklich so ist, muss so erbärmlich werden. Das ist übel, ganz ehrlich. Ich will gar nicht anfangen. Ich fange gar nicht, weil Leipzig gerade hier spielt. Ich will gar nicht anfangen von irgendwelchen Sachen, die mich abfacken in der Betrachtung von irgendwelchen Medien. Egal, auf jeden Fall. Das ist schon ein veritabler Skandal, in Anführungszeichen, natürlich nichts Großartiges, aber zumindest hätte Sky sich ja mal äußern können. Die hätten sich ja wenigstens was ausdenken können, was falsch ist, aber wollten wahrscheinlich nicht nochmal lügen. Aber, ja, aber das zeigt halt auch wieder die volle Professionalität von Sky. Also da muss man dem Menschen doch auch irgendwie ein Signal geben, dass die Kamera irgendwie an ist. Ja, also das ist, man kann auch Lothar Matthäus nicht so ins Messer laufen lassen. Also Matthäus labert eh viel Scheiße. Wenn du den noch zum Lügen zwingst, ist ja noch schlimmer dann. Dann soll er wenigstens sagen, ja, es war vielleicht eine Fehlentscheidung. Ach, keine Ahnung. Vielleicht ging es ja um was ganz anderes. Ja. Nee, das war in der Tat kurz nach, ich glaube sogar nach der Abseitsgeschichte, kurz danach war die Einblendung dafür. Gut, dann haben wir die zweite Nominierung, den DFB wegen seinen Ermittlungen für diese Pyro-Gedenkfeier in Schalke. Das hatten wir ja gerade eben schon mal kurz angesprochen. Habt ihr denn noch Nominierungen? Ja, ich habe wahrscheinlich den schlimmsten Dummschwätzer aller Zeiten. Du hast ja wieder Doppelpass geschaut? Nein, ich habe bei Twitter, wo es ist herumgegangen, beim Dagobert, Grüße an der Stelle, habe ich es am ersten Mal gelesen. Ich lese es jetzt vor. Lieber RB Leipzig, ich habe mich in dich verliebt. Ich bin dein neuer Fan. Leider verachten mich deswegen viele Freunde, weil sie finden, als Fan ist man treu.
Ein Fan verliebt sich nicht in einen anderen Verein. Man ist Dortmund-Fan, Bayern-Fan. Ein Fan führt eine einwandfreie Ehe. Ein Fan bleibt seinem Verein treu, wenn er in die vierte Liga absteigt. Der wahre Fan steht bei Wind, Kälte, Regen am Spielfeldrand und schreit sich die Seele aus dem Hals. Abspielen, klären, schießen. Fans weinen, wenn ihr Verein verliert. Die Liebe zum Verein wird von Vätern zu Söhnen vererbt. Wie soll ich meine Liebe zum RB Leipzig erklären? Es ist ihr Spiel, ihr Tempo, Fußball, ihre Schönheit. Ich habe mich entliebt von Dortmund, Bayern, weil sie ein scheiß Fußball spielen. Ich liebe RB Leipzig, weil ich Fußball liebe. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wundervoll. Ohne Scheiß, wenn ich den treffen würde, den würde ich... Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Ich hätte mich nicht, es ist gut, dass ich diese ganzen Leute nie zu Gesicht bekomme. Rangnick, Hoeneß, Wagner, Mateschitz, Hasenhüttl. Das ist schon besser für mich. Ich wäre echt ein und großer... Und wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Der Hasenhüttl würde mich wahrscheinlich wegmachen. Der würde sich kurz schmunzeln, dann würde er mir die Kiefer brechen. Aber bei Ralf Rangnick rechne ich mit guten Chancen aus. Das ist hier eine offizielle Herausforderung für einen Käfigkampf. Ralf Rangnick gegen mich. Grüße. Nein, aber ganz ehrlich, Leute, oh Mann. Klar ist der Typ nicht ganz sicher, der schreibt ja nur so ein Kram, aber das war für mich nochmal so ein bisschen, weil du ja von mir verlangst, ich soll mehr Dummschwätzer liefern, hätte ich den jetzt nicht nominiert. Ich verlange das nicht von dir, das passiert ganz von allein. Du hast zu mir gesagt, du musst Doppelpass gucken, jetzt habe ich schon den zweiten Fall geschaut wegen dir, jetzt bin ich wieder so dumm. Ja. Okay. Aber das ist schon harter Tobak. Ja, das ist, ei. Ich dachte erst im ersten Moment, ich hatte das bei Dagobert gar nicht mitgekriegt, ich dachte erst, das wäre wieder so ein Tweet von dir. So ein Ironie-Tweet, aber es ist auch ernst. Du meinst Ron, können, ja. Grüße an Ron RBL. Genau, dein so zweites Ich. Oder drittes Ich. Also, oder drittes, Ich, das ist viertes. Ja. Viertes, fünftes, sechstes. Das ist ein Streich, kann ich auch gut nachmachen. Ja. Das mache ich beim Freiburg-Spiel wieder. So, habt ihr noch einen? Mara vielleicht. Vielleicht hat ja die Mara einen anderen. Ich habe keinen. Ich wollte nur noch sagen, gegen den Wagner kommst du ja auch sowieso nicht an. Also, weil, habt ihr gelesen, ganz kurz off-topic, der hat sich ja auch ausgelassen zu dieser ganzen MeToo-Geschichte auf Facebook, wo er auch so meinte, ja, es ist ja schon doof, wenn irgendwie Leute irgendwie Frauen an den Arsch greifen, aber wenn ihm jemand an den Arsch greifen würde, würde er ihm halt einfach eine zimmern, so nach dem Motto, Problem gelöst. Ja gut, alles klar, Wagner muss dann halt nur mal gucken, wenn er alles doppelt sieht, haut er dem Linken oder dem Rechten eine runter. Also von daher gesehen, gegen den möchte ich gar nicht mehr in den Ring steigen. Ich habe keinen Dummschwätzer beizusteuern. Unfassbar. Ich stütze aber deinen. Ach, da ahnt es nicht. Gut, Dennis? Nein, kein Dummschwätzer. Lehrbildung quasi. Gut. Dann habt ihr denn Gegenstücke, Dinge, die ihr empfehlen wollt? Ich würde ja mal so ganz wunderbar die aktuelle Crossover 93 Ringfuchs Podcast Folge in den Ring werfen. Welche? Ich würde immer noch und nachhaltig, wenn ich darf, empfehlen, dass alle Fußballinteressierten und Interessierten überhaupt und offenen und klugen Menschen da draußen die Wochenendrebellen noch lesen müssten, ganz dringend, weil es ein sehr, sehr feines und ein sehr warmes und tolles Buch ist, was sehr viel Fußball, aber auch sehr viel ganz andere Aspekte hat und ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, wir so in unserer Blase lesen das alle und finden das alle toll, aber man müsste es irgendwie so über die Blasen noch ein bisschen hinaustragen, also lest die Wochenendrebellen. Sehr gut. Ja, habe ich in der Tat auch noch auf meiner Leseliste. Ja, ich bin auch bald habe ich soweit, dass ich es endlich lesen kann. Die sind auch super, wie beim Tickerschland dürfen wir sie ja persönlich kennenlernen. Ja. Grüße. Ja, in Mainz waren sie auch schon hier zu Besuch und das war auch toll. Ja. Um deine Frage noch zu beantworten, Basti, ich meine in der Tat die 93-Folge, wo Marvin mit dabei war. Die fand ich ausnahmsweise mal wieder äußerst gut. Die Ringfuchs-Folge habe ich noch nicht gehört, von daher kann ich die jetzt noch nicht mit in die Empfehlungsliste schicken, aber das war ja so eine Art Mini-Crossover. Ja, die empfehle ich doch. Die Ringfuchs-Ausgabe, als ich bei Marvin im Ringfuchs-Podcast war, die empfehle ich jetzt. Es war sehr kurzweilig. Sein Partner da, der Jesper, ist ja auch ein cooler Typ und wir hatten das Thema dort, was passieren würde, passt ja auch, was würde passieren, wenn Red Bull sich im Wrestling engagieren würde und da sind wir so ein bisschen mal so ein fiktives Szenario durchgegangen, haben auch einen kleinen Fantasy-Draft gemacht, war ganz kurzweilig und lustig, ja, und die 93-Folge hast du ja schon erfahren, der Marvin wurde sehr gut von uns aufgenommen, ich habe Marvin ja als Verstärkung geholt, weil ich bei 93 gemobbt wurde, da waren die plötzlich ganz leise, als die zwei Frankfurter dann da waren und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, reinhören,
Grüße. Dennis, da musst du jetzt noch was empfehlen. Ich empfehle euch nur am Freitag eine Fußball zu gucken. Nee, keine Empfehlung von meiner Seite. Genau. Trinkt lernt was Gescheites. Müsst ihr nicht so einen Scheiß Job machen. Trinkt nicht zu viel und verliert ihr nicht zu viel Sachen, wie du weißt, nicht. Richtig, außer Haselnussschnaps, den kann man immer trinken. Aber sinnlose Lebensweise. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Oh, okay. Da hast du was. Da also mir müsst ihr dann bitte was anderes ausschenken. Kriegen wir hin. Naja. Gut. Vielleicht hat ja irgendein Hörer jetzt doch noch eine Stehplatzkarte für mich, habe ich so ein bisschen hier in Rausch geredet, dann können die Mara und ich ein kleines Bier trinken am Freitag. Ein kleines Bier? Ja, sehr gerne. Oh, was kostet denn das Bier in Mainz? Wenn die Eintrittskarten so viel kosten? 10 Euro. 10 Euro wäre schön, ja. 4 Euro. Kurze Randanekdote noch zu Schweinfurt. In Schweinfurt gab es auch Bier, 3 Euro. Köstlich eigentlich ganz gewesen. Was lustig war, die haben für diese ganz normalen Plastikbecher, die man ja so kennt, haben die 1 Euro Pfand genommen. Okay. Also falls die Eintracht mal wieder in Schweinfurt spielt, Pro-Tipp von mir, fahrt in die Metro, holt euch 500 Plastikbecher, schmuggelt die rein, kauft euch ein Bier, schüttet die ganze Zeit hin und her, dann geht dann kriegst du pro Plastikbecher tatsächlich 1 Euro. Das könnte ein gutes Geschäft sein. Könnte, genau. Großartig. Ja. Hören Sie... Ja, Mainz gegen Frankfurt ist doch garantiert sowieso wieder spritfrei am Freitag, fürchte ich. Ist das nicht immer so, ne? Die Gefahr ist groß, leider, ja. Die Gefahr ist groß. Alkohol ist reduziert auf jeden Fall. Sich vor dem Stadion mit einer Büchse schon irgendwie in Stellung bringen. Werde ich dann mitbringen. Ich bringe dir einen Adlershop mit. Fantastisch. Oder Basti muss seine Kontakte spielen lassen, dann gibt es auch wieder Jackie Cola im Jackie-Dosen, Block. Genau. Okay. Ja, also, liebe Hörer, noch ein letztes Mal rufe ich hier das war. Ich will eine Stehplatzkarte, Auswärtsblock, Mainz, auf geht's. Eintracht! Ohne Dose Jackie Cola. Ja, die bringe ich dann demjenigen mit. Gut, also. 3. Basti tauscht eine Stehplatzkarte gegen, was waren es jetzt, 5 Dosen Jackie Cola. 5 Getränke. Seiner Wahl. Natürlich keine Champagnerflaschen, aber... Dann, ja. Getränke in Dosenform, sagen wir es doch einfach so, oder? Das Gesamtwert ist ja unter 47,50 Euro, bitte. Geht's nicht auf. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende mit dieser Folge. Vielen Dank, Mara, dass du dabei warst, trotz der technischen Schwierigkeiten, die wir jetzt irgendwie zwischendrin hatten, die ich aber... gekonnt versuchen werde rauszuschneiden. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, ist euch das gar nicht aufgefallen? Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Obwohl ihr alle Eintracht-Fans seid. Ja, das ist so. Das sind ja sympathische Menschen, ein sympathischer Verein, der am Freitag 3-0 gewinnt. Um das Thema nochmal zu benennen. Dann danken wir auch allen Unterstützern, die uns hier fleißig unterstützten. Könnt ja mal in den Kommentare reinschreiben, wie euch so die Folge gefallen hat. Und ja, ansonsten freuen wir uns generell über Feedback und iTunes-Bewertungen und all den ganzen Kram. Und dran denken, nicht immer nur Geschenke an Basti, sondern auch mal an den Rest. Und dann machen wir hier mit den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballspiel am Freitag, ein schönes Fußballwochenende und melden uns in der nächsten Woche in gekrönter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.